Herzlich willkommen zum zweiten Abendpodium des Kongresses Zukunft für alle. Welcome to the second evening panel of the Congress Future for All. Wenn ihr dieses Podium auf Deutsch hören wollt, seid ihr schon auf dem richtigen Kanal, auch auf Gebärdendolmetschen, das müsstet ihr am Rand sehen. If you want to listen to this panel in English, then please go to the button below your window, either in YouTube or in Venueless, and click on the English channel. We will give you some seconds to find this. Normally we do this before we start the panel, but since it's live here now, online, we do it this way. So a couple of seconds for you to change the channel if you want it in English. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Abendpodium Ökonomie der Zukunft. Wie organisieren wir demokratische, bedürfnisgerechte Reproduktion und Produktion? Ich darf heute Abend moderieren. Mein Name ist Nina Treu. Ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Dort beschäftigen wir uns schon seit knapp 10 Jahren mit den Fragen einer solchen zukunftsfähigen Ökonomie. Und ich bin Teil des Teams von diesem Kongress Zukunft für alle und von dem Buch, was es auch dahinter gibt. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, sei es hier in Leipzig in der Zukunftszentrale oder vor euren Bildschirmen, allein oder mit anderen Menschen oder auf einem von unseren zahlreichen Live-Events. Voll schön, dass ihr euch alle zugeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt einen spannenden Abend mit uns. Der Kongress... Dieses Live-Publikum ist schon begeistert dabei, aber traut sich noch nicht ganz zu klatschen. Herzlich willkommen! Der Kongress Zukunft für alle findet hier in Leipzig und digital, da wo ihr in verschiedenen Orten seid, noch bis Sonntag statt. Er dreht sich um 2 Fragen. Die eine ist, wie wollen wir leben? Mit einem Ausblick weit in die Zukunft, nämlich in das Jahr 2048. Und die zweite Frage, wie kommen wir dahin? Also um die Frage der Utopie und der Transformation. Wir haben insgesamt über 200 Veranstaltungen mit unterschiedlichsten Formaten und ganz vielen verschiedenen Referentinnen. Organisiert wurde der Kongress von einem sehr breiten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Organisationskreis und mit einer Vielzahl, nämlich über 60 Kooperationspartnerinnen. Bevor wir überhaupt anfangen, hier einen ganz großen Dank an alle, die diesen Kongress möglich machen. Bevor wir inhaltlich anfangen, einige Worte zum Ablauf des Podiums. Hier sitzen 4 wunderbare SprecherInnen, die ich euch gleich vorstellen darf. Die werden alle einen Input halten. Das dauert bei 4 SprecherInnen wahrscheinlich eine gute halbe Stunde. Und währenddessen dürft ihr gerne schon Fragen stellen im Chat. Der Chat ist auf Venueless, das heißt auf YouTube geht es leider nicht. Wir mussten uns auf einen Kanal konzentrieren. Aber wenn ihr einen Venueless-Zugang habt, könnt ihr da gerne Fragen stellen. Es gibt eine Crew von 3 Personen, die diese Fragen sammeln und clustern. Und dann nach der Diskussion auf dem Podium hier an uns geben werden. Wir freuen uns über eure Fragen und über eure kritischen Beiträge. So, zum Thema dieses Podiums. Die Ökonomie der Zukunft. Zum Hintergrund. Die globalen Krisen zeigen, das aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist instabil. Es produziert Reichtum für sehr wenige und Armut für die meisten. Es beutet die Natur aus und treibt die Klimakatastrophe voran und es ist zutiefst undemokratisch, denn wer kann schon mitentscheiden bei der Wirtschaft? Kapitalismus, Rassismus, Geschlechtertrennung und Leistungsprinzip gehen miteinander einher. Wenn wir ein System schaffen wollen, das zukunftsfähig ist, das gerecht ist, das die ökologischen Lebensgrundlagen erhält und Menschen statt Profite ins Zentrum stellt, dann müssen wir ein ganz anderes System finden. Wir müssen eine Alternative zum Kapitalismus finden.
Darüber waren wir uns in der Vorbereitung schon einig. Die spannende Frage ist so, wie schaut dieses System aus? Wie können wir Produktion, Reproduktion und Verteilung demokratisch und bedürfnisorientiert organisieren? Gibt es in der Wirtschaft 2048 noch einen Markt oder nicht? Und gibt es vielleicht mehr staatliche Planung? Wie könnte eine echte herrschaftsfreie globale Koordination aussehen? Und müssen wir für unsere Existenz noch Lohnarbeit leisten? Oder beruht eigentlich die Utopie auf Selbstausbeutung? Nein, das war ein Lapsus. Auf Selbstauswahl und Motivation. Wir werden uns versuchen, hier auf dem Podium diese Antworten zu nähern. Das muss natürlich gleich gesagt werden, sind da zu viert und haben da alle schon vorgedacht und haben da bestimmt viele sehr schlaue Gedanken dazu. Also wir sind zu fünft, aber die vier Sprecherinnen sind zu viert und teilen schlaue Gedanken. Aber wir haben nur anderthalb Stunden. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich nur anreißen, aber wir hoffen, es ist für euch spannend und ihr könnt mit vielleicht einigen Erkenntnis gewinnen und ganz vielen neuen Fragen hier rausgehen. Damit möchte ich auch schon die Sprecherinnen vorstellen und dann das Wort übergeben. Zu meiner Rechten und zu eurer Linken sitzt Andrea Vetter. Andrea Schrei. Ah ja. Ihr bekommt noch eine Vorstellung, was Andrea so ausmacht. Dann dürft ihr noch mal klatschen, wenn ihr wollt. Andrea schreibt, forscht, begeistert, organisiert und, wichtig, backt Käsekuchen für einen sozial-ökologischen Wandel. Unter anderem im Haus des Wandels in Brandenburg, bei der Zeitschrift OJA und dem Konzeptwerk Neue Ökonomie. Sie ist außerdem Co-Autorin der Junius-Einführung zu Degrowth oder Postwachstum. Schön, dass du da bist, Andrea. Ja, danke für die Einladung. Zwischen Andrea und mir sitzt Nick Odenwälder. Er studiert internationale Studien und Friedens- und Konfliktforschung mit einem Schwerpunkt globaler Gerechtigkeit. Er ist aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung und beim Co-Kreis von ATTAC Deutschland. Herzlich willkommen, Nick. Danke. Weiter geht's mit Simon Sütterlidi. Simon ist Co-Autor von dem Buch Kapitalismus aufheben. Er bloggt auf keimform.de, ist aktiv im Commons-Institut und arbeitet im Projekt Gesellschaft nach dem Geld. Simon mag schwimmen und, Achtung, wieder Käsespätzle. Simon ist Teil des Orga-Kreises von Zukunft für alle und hat auch das Programm mitgeplant. Schön, dass du da bist, Simon. Und last but not least, Natalia Lissama, gerne Nat genannt. Natalia stammt aus der Arbeiterinnenklasse und ist eine linke lesbische Feministin, die 1990 in Santiago de Chile politisiert wurde und Ende der 90er Jahre nach Deutschland kam. Sie hat hier ihre politische Arbeit in der LGBTIQ-Bewegung fortgesetzt und ist aktuell aktiv beim Kollektiv MAWVN. Das ist eine antirassistische Selbstorganisation, die aus der indigenen Diaspora heraus Öffentlichkeitsarbeit und Protestaktionen zum antikolonialen Befreiungskampf der Mapuche-Bewegung in Chile und Argentinien macht. Kompliziert, aber total spannend. Nat, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Danke. Damit kommen wir jetzt auch zu dem wirklich spannenden Teil des Podiums, nämlich den Inputs der Sprecherinnen. Andrea, wie sieht denn deine Ökonomie der Zukunft aus? Ja, ich habe kurz überlegt, als ich hier eingeladen wurde, ob ich jetzt einen 10-Punkte-Plan vorstelle oder vielleicht ein 15-Maßnahmen-Feld oder ein so sind die 20 idealen politischen Infrastrukturen 2048 aufgestellt. Und dann dachte ich, nee, ich bin eingeladen, hier über feministische Ökonomie zu sprechen und dann funktioniert das nicht mehr. Und ich erkläre euch jetzt gleich, warum. Die Grundannahme von feministischer Ökonomie ist, dass Wirtschaften Care bedeutet. Was heißt das? Also Wirtschaften ist eigentlich das sich kümmern um das Lebensnotwendige. Und da, so würde natürlich auch meine Wirtschaft der Zukunft aussehen, dass im Zentrum der Wirtschaft nicht der Profit steht, im Zentrum steht nicht das Leute um des Geldes willen Zeug produzieren, das eh keiner braucht, sondern dass im Zentrum die Frage steht, wie können wir uns so organisieren, dass die lebensnotwendigen Dinge
gut funktionieren und dass das notwendige Kümmern, was wir Menschen brauchen, auch wirklich passiert. Ich glaube, manchmal ist in so Diskussionen, wie stellen wir uns die Wirtschaft der Zukunft vor, steht so am Himmel, ja, da haben wir so ein Reich der Freiheit, in dem dann alle morgens fischen und mittags philosophieren und so. Aber tatsächlich ist ja das Leben von Menschen und vor allem von vielen Frauen dadurch geprägt, dass wir morgens aufstehen und uns darum kümmern, dass das Kind auch aufsteht, uns darum kümmern, dass der Hund aufs Klo geht, dann das Frühstück machen, dann uns darum kümmern, dass das Leck im Dach, wenn wir in einem Haus wohnen, wo das nicht jemand anders organisiert, geflickt wird. Und so geht das den ganzen Tag weiter. Ich muss das nicht länger ausführen. Das heißt, wir sind damit beschäftigt, uns um das Lebensnotwendige zu kümmern. Und das werden wir, wenn es noch Menschen gibt in 30 Jahren, dann sicherlich auch tun. Und das sollten wir aber anders tun, als wir es jetzt machen, weil wir sollten das nicht am Rande irgendwo dazwischen machen, weil wir in der Zwischenzeit irgendwo Lohnarbeiten gehen müssen, um die Miete zu bezahlen an irgendeinen Typen, der damit immer reicher wird. Und damit bin ich schon an dem Punkt angekommen, dass es, finde ich, tatsächlich schwierig ist, sich Institutionen und Infrastrukturen und Technologien auszudenken, die in 30 Jahren tatsächlich gerecht sind, weil unsere ganzen Institutionen und Infrastrukturen und Technologien sind, das hat Natasha Kelly heute Morgen in dem Morgen-Input auch schön gesagt, die sind rassistisch und die sind auch sexistisch und das kriegen wir aus diesen Institutionen und Infrastrukturen auch nicht raus. Und das Verrückte, wenn wir intersektional und feministisch arbeiten, ist ja, dass wir immer so einen doppelten Kampf haben. Ne? Wir versuchen innerhalb von diesen Strukturen, die nicht für uns gemacht sind, irgendwie so ein bisschen mehr Gleichstellung zu erreichen. Zum Beispiel sind weltweit 2% des Vermögens in Hand von Frauen. Das finde ich immer wieder eine ganz schöne Zahl zu erinnern, aber ich soll ja über die Zukunft sprechen. Da ist das natürlich nicht mehr so, weil da gibt es vielleicht gar kein Vermögen mehr. Und deswegen, 30 Jahre ist ja auch ein Zeitraum, der nicht so weit hin ist. Deswegen muss ich jetzt natürlich trotzdem dazu kommen, wie können wir innerhalb dieser falschen Strukturen ein etwas besseres Denken. Und da gibt es viele realpolitische, ich würde sagen, sie sind realpolitisch, andere würden natürlich schon wieder sagen, das ist utopisch, aber das macht ja nichts, Transformationsvorschläge, Orientierungspunkte vielleicht, die sich tatsächlich witzigerweise oft an der Lebensrealität von Frauen oder auch Queers heute orientieren, ne? Zum Beispiel Teilzeitarbeit. In Deutschland arbeiten über 2/3 aller Frauen Teilzeit, also Teilzeitlohnarbeit. Das heißt, das ist sozusagen die Normalität. Und das müsste natürlich die Normalität für alle Geschlechter werden. Denn es ist nicht denkbar, wie eine wirklich sozial-ökologisch gerechte Gesellschaft mit dieser Art von Normalarbeitsmodell aussehen kann, was ja auch nur ein behauptetes Normalarbeitsmodell ist, weil die Mehrheit der Menschen ja auch heute überhaupt nicht diesem Normarbeitsmodell entspricht, aber die ganzen Institutionen, Infrastrukturen so gebaut sind, als wäre das so. Es geht natürlich darum, Sorge- und Pflegeberufe aufzuwerten und Sorge und Pflege und das Kümmern ganz anders zu verteilen, zwischen den Geschlechtern gerecht zu verteilen, aber auch zwischen Menschen gerecht zu verteilen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind und solchen, die es nicht sind. Und es geht darum, insgesamt die Daseinsvorsorge abzukoppeln von irgendeiner Form von Lohnarbeit und zu sagen, alle Menschen haben ein Recht auf eine gute Daseinsvorsorge, auch wenn sie Tätigkeiten nachgehen, die lebensnotwendig sind und nicht bezahlt werden. Und das Interessante ist, wenn wir uns die ja groben Konturen von so einer Zukunftswirtschaft vorstellen, die daran orientiert ist, wie viele Frauen heutzutage schon leben, dann zeigt sich, dass wir für eine sozial-ökologische Transformation, damit sie überhaupt den Hauch einer Chance hat, irgendwo hinzukommen, eine tiefgehende Transformation eines Männerbildes brauchen. Also die Männer müssen sich verändern. Sie müssen das verändern, was sie darunter verstehen, Mann zu sein.
Denn die Branchen, die abgewickelt werden müssen für eine sozial-ökologische Transformation, das sind halt die traditionellen Männerbranchen. Ne? Das ist sowas wie der Automobilbau, das ist sowas wie der Kohlebergbau, das ist natürlich die Rüstungsindustrie und das Militär und viele andere. Und wir können diese Transformation nicht schaffen, wenn wir nicht ganz anders über Geschlecht nachdenken, über Geschlechterbilder nachdenken und zentrale Institutionen und Infrastrukturen anfangen zu verändern. Dazu gehören die Branchen, die ich gerade genannt habe, aber dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie wir miteinander leben, ob wir das in Kleinfamilien tun oder vielleicht in anderen Bezugssystemen, weil das ist die Grundlage von der Art und Weise, wie wir heutzutage produzieren und wie heute Reproduktion aufgeteilt ist. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung von einer gerechten Wirtschaft in 30 Jahren gehen wollen, dann müssen wir im Heute, im Hier und Jetzt anfangen, von feministischen Kämpfen zu lernen und von Kämpfen der queeren Communities zu lernen, weil dort ganz viel ausprobiert und gelebt wird, was uns auf dem Weg dahin helfen kann. Danke. Danke, Andrea. Ja, Nick, wie sieht denn deine Ökonomie im Jahr 2048 aus? Genau. Ich wollte das Ganze mal so ein bisschen aus der Perspektive machen, was wäre denn oder wie sieht es denn aus in 2048, wenn wir eben diese utopische Ökonomie haben? Und wäre ich jetzt im Jahr 2048, dann würde ich sagen, müssen wir zunächst noch mal ganz kurz zurückblicken, weil wir bis in die 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts entstand Gesellschaft aus der Beteiligung an kapitalistischer Erwerbsarbeit und ab Mitte der 70er fängt das Ganze dann an, komplexer zu werden. Aber natürlich gab es auch in der vorherigen Gesellschaft schon Ausschlüsse, also zum Beispiel Frauen, arbeitslose Menschen, Wohnungslose und so weiter. Aber spätestens seit Mitte der 70er Jahre wird dann eben immer offensichtlicher, dass die Gesellschaft oder die Beteiligung an kapitalistischer Erwerbsarbeit auch nicht mehr dazu führt, dass Menschen eben zwingend dazugehören zur Gesellschaft. Der entscheidende Punkt, den ich hier versuche zu machen, ist, Ökonomie und Vergesellschaftung waren also eins und das ist aber heute eben genau nicht mehr so. Und das hat auch damit zu tun, dass dann in den frühen 2000ern absehbar war, dass durch die Digitalisierung und so weiter eben viele Arbeitsplätze wegfallen würden. Und das, es gilt eben zu erkennen, darin entsteckt ein sehr großes utopisches Potenzial. Zum Beispiel hat John Maynard Keynes in den 1930er Jahren schon gedacht, dass wir in den 2000ern mit 15 Stunden Arbeit in der Woche problemlos alles produzieren können, was wir tatsächlich brauchen. Und David Graeber hat zum Beispiel 2018 in einer Umfrage herausgefunden, dass 40% aller Niederländer und Briten der Meinung sind, dass ihr Job eben gar keinen Mehrwert schafft für die Gesellschaft, also die sogenannten Bullshit-Jobs. Genau, und weil die Produktivität eines Arbeiters eben seit den 60er Jahren dann um ein so Vielfaches gestiegen ist, erleben wir leider aber dann im selben Zeitraum eben, dass wir von einem bedarfsdeckenden Markt zu einem bedarfsweckenden Markt kommen. Das heißt, neue Bedürfnisse werden geschaffen, die schaffen neuen Konsum, das schafft Wirtschaftswachstum, so entstehen neue Jobs. Aber was davon wirklich notwendig ist, was davon tatsächliche Bedürfnisse deckt, das ist eben in Frage zu stellen. Und es wäre also schon längst machbar gewesen, die 15-Stunden-Woche zu haben, hätten wir eben nicht so viele Bullshit-Jobs geschaffen. Und deswegen, je produktiver die Maschinen, desto weniger Lohnarbeit. Es ist dann positiv, wenn es eben zu mehr menschlicher Freiheit führt. Und was die Menschen in den postindustrialisierten westlichen Gesellschaften dann eben in den ersten Jahrzehnten des Jahrtausends brauchten, ist eigentlich weniger Arbeit und mehr Zeit für sich, für die Entwicklung von persönlichen Fähigkeiten, für die Entwicklung von Hobbys und füreinander. Und dafür braucht es dann eben einen neuen Arbeitsbegriff, wo ich dann unterscheiden würde zwischen Arbeiten und Tätigsein. Und der Wert eines Menschen
oder sein Beitrag zur Gesellschaft muss dann eben entkoppelt werden von seiner Lohn- oder Erwerbsarbeit. Und ich finde da zum Beispiel das ganz gut dann zu sagen, Arbeit als freie Tätigkeit ist halt zu trennen von Erwerbsarbeit. Und arbeiten oder tätig sein ist dann einfach das Bedürfnis des Menschen, etwas zu tun, was sein Leben irgendwie erfüllt und Sinn stiftet. Genau. Und 2048 steht dann eben Menschlichkeit im Vordergrund und da gehört dann Faulheit zum Beispiel genauso dazu wie Leistungswille. Und tätig sein heißt dann ausdrücklich auch eben nicht nur Dinge zu tun, die dem Überleben dienen oder die zum Geldverdienen da sind oder die irgendwie einen rationalen Nutzen haben sozusagen, sondern vieles hat seinen Zweck dann schlichtweg in sich selbst. Und um an diesen Punkt zu kommen, war eben eine angemessene Mindestsicherung für alle notwendig und das ist dann, also Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist dann also das Mittel hin zum Systemwechsel, für mehr Partizipation, bis zu einem gewissen Punkt auch Umverteilung. Aber das Wichtigste ist eigentlich, ist dieses Signal, um zu sagen, alle Menschen haben eine Existenzberechtigung, alle Menschen gehören zur Gesellschaft dazu und eben nicht nur Menschen, die in irgendeiner Form einer Erwerbsarbeit nachgehen. Und ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist dann auch einfach das beste Mittel zur Überwindung von Armut. Aber natürlich gibt es auch 2048 dann noch Aufgaben, die sozusagen nach der Logik von Lohnarbeit ein Stück weit organisiert werden müssen. Also es braucht immer noch Ärztinnen, es braucht HandwerkerInnen, es braucht Pflegekräfte. Aber die meisten Menschen gehen eben nicht mehr dem nach, was wir heute vielleicht als geregelte Arbeit bezeichnen würden und können sich eben stattdessen auf irgendwie Dinge konzentrieren, die sie wirklich lohnend empfinden. Und das ist übrigens auch aus ökologischer Perspektive extrem positiv, weil nirgends verbrauchen wir so viele Emissionen wie auf der Arbeit. Und entscheidend ist dann, und das ist jetzt mein letzter Punkt, ist eben, dass das Notwendige demokratisch organisiert wird. Also sprich, Menschen kommen zusammen, entscheiden gemeinsam, wie sie leben wollen, was produziert werden soll, welche Tätigkeiten notwendig sind, wie viel Zeit dafür in Anspruch genommen werden soll, wer sich wie daran beteiligen soll bzw. muss. Und, aber natürlich auch so Fragen wie, was sind irgendwie gute und schlechte Verhaltensweisen und wie muss man die gegebenenfalls sanktionieren. Genau, und für diese Transformation bedurfte es eben, also dieser Wertewandel, einen anderen Arbeitsbegriff zu haben und eben das Erkennen, dass der soziale Wert einer Tätigkeit nicht zu trennen ist vom ökonomischen Wert einer Tätigkeit. Und das BGE ist eben der erste Schritt hin zu dieser Utopie, weil die Freiheit, Lohnarbeit verweigern zu können, ohne gravierende ökonomische Folgen zu spüren, ist der erste Schritt dahin, dass sich diese Arbeitswelt eben grundlegend wandeln muss. Und dann können eben die ganzen unnützen, die ganzen Bullshit-Jobs, das kann dann alles verschwinden. Genau, so viel erstmal von mir. Dankeschön, Nick. Simon, deine Ökonomie der Zukunft. Ja, meine Ökonomie der Zukunft. Wenn ich so über Utopien nachdenke, und das mache ich ja relativ häufig, mit anderen, Gott sei Dank, nicht alleine, das wäre ganz schrecklich, dann denke ich oft drüber, dann lese ich immer wieder so Bücher und ich finde dann ganz viele Sachen, was die sagen, total cool, also was die an Kritik und so machen. Oder wenn ich mit Leuten diskutiere und so denke, die kommen auf die richtigen Punkte. Zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, so wie Erwerbsarbeit ist irgendwie nicht so richtig geil und sie läuft sich irgendwie auch aus in dieser technologischen Entwicklung. Sie schließt total viele Leute raus, die hinten runterfallen und sie schafft für uns eine Beziehung zur Welt, dass wir sehr entfremdet sind. Also, dass wir 8 Stunden, vielen Dank, 8 Stunden am Tag und für manche Leute noch viel länger gar nicht so wirklich in Beziehung zu uns selber treten können, sondern uns verkaufen müssen, unsere Zeit verkaufen. Und dann wundere ich mich immer wieder, dass Leute dann nach so einer radikalen Kritik und auch Werten, die ich total cool finde, kommen sie dann mit so Ideen wie, wir machen halt bedingungsloses Grundeinkommen und dann passt das Ganze. Oder wir machen einfach eine hohe CO2-Steuer und dann passt das Ganze. Und dann merke ich immer so,
ich glaube, das reicht nicht und ich glaube, das ist in diesem System gar nicht so richtig durchsetzbar. Und ich glaube, wenn ich mich so mit, wenn ich Utopien ordnen müsste, was wir in der sozial-ökologischen Bewegung oder so für verschiedene Utopien haben, dann würde ich sagen, wir haben drei große Utopien. Die eine ist eine ökosoziale Marktwirtschaft, die stark reguliert ist, also wo in einen Markt stark eingegriffen wird, demokratisch auf eine Art und Weise. Also es gibt ein starkes bedingungsloses Grundeinkommen, es gibt eine tolle CO2-Steuer, wir haben eine globale Umverteilung und so weiter. Das ist, glaube ich, die eine Utopie. Und dann gibt es, das ist der eine Pol, den will ich mal den Marktpol nennen oder so weiter, mit staatlicher Regulierung. Und der liegt schon auf dem Weg eben Richtung das, was ich dann sowas wie demokratischer Staatssozialismus oder so nennen würde, was eine andere Utopie ist, die sagen, ey, das reicht gar nicht so richtig mit, im Markt können wir, in einer Marktwirtschaft können wir das gar nicht so richtig durchsetzen, weil bedingungsloses Grundeinkommen können wir vielleicht in ein paar super privilegierten Ländern herstellen, weil die sich das irgendwie leisten können, aber ein Großteil, die Armut wirst du halt damit nicht abschaffen, weil sich ganz viele Länder das einfach nicht leisten können. Und die Länder stehen ja in Konkurrenz miteinander, die müssen darum kämpfen, dass sie eine möglichst produktive, arbeitsame Bevölkerung dem Kapital, wie man es auch immer nennen will, zur Verfügung stellen. Also die müssen ja darum kämpfen. Und darum sehe ich auch nicht, dass irgendein fortgeschrittenes Land, das wirklich auch auf eine starke Industrie aufbaut, eine starke CO2-Steuer hinkriegt. Das kriegen die einfach leider nicht hin. Da können wir noch so viel kämpfen. Und ich finde es wichtig, dafür zu kämpfen. Und ich finde es wichtig, das zu fordern. Aber ich glaube, wir müssen uns auch eingestehen, das kriegen die nicht hin. So. Und das ist richtig scheiße. Und es deprimiert mich auch, das zu wissen. Aber ich glaube, dann müssen wir tatsächlich eine utopische Frage stellen, nämlich wie könnte eine Gesellschaft organisiert sein, in der wir das hinkriegen könnten? So. Und die Kritik des demokratischen Staatssozialismus mache ich jetzt nicht so lange. Ich glaube, das würde noch mal länger dauern. Und ich will eher über das reden, was ich als den dritten Pol sehe, zwischen Markt und Staat, wo wir dann so eine Verschiebung haben, wo die ökosoziale Marktwirtschaft irgendwo im ersten Drittel ist oder sowas. Und dann haben wir Gemeinwohlökonomie und Eric Olin-Wright's Marktsozialismus und den ganzen Krams, der da so herumschwirrt zwischen diesen zwei Polen. Und ich glaube, es geht tatsächlich für mich um einen anderen Pol, den ich befreite Gesellschaft nenne oder Commonismus oder Inklusionsgesellschaft. Und das ist tatsächlich eine Gesellschaft, die in einem zentralen Moment mit dem gebrochen hat, was es heute gibt. Sie koordiniert sich nämlich nicht über den Markt und über Tausch und damit über Konkurrenz und Profitzwang. Also der Markt ist ja nicht irgendwie, der Konkurrenz hat total positive Sachen, also dass dann Leute irgendwie dazu gebracht werden, sich an die KundInnen zu orientieren oder sowas. Aber gleichzeitig zwingt es die Unternehmen dazu, zu externalisieren und nicht auf die Umwelt zu achten. Das machen die ja nicht, weil sie Bock haben, die Umwelt zu zerstören, sondern weil das von dem Markt von ihnen verlangt wird. So. Und auch der Kapitalismus ist nicht einfach eine Gesellschaft der Profitgier, sondern des Profitzwanges. So, wir können noch so lange mit Nestle reden, ja, das ist voll gemein, was ihr macht, ihr müsst mal zurückstecken und diese bösen SpekulantInnen und diese bösen Unternehmer kritisieren. Das ist einfach in diesem System drin, in dieser Marktwirtschaft und darum müssen wir aus dieser Marktwirtschaft raus und nicht nur moralische Appelle an die Leute starten, dass sie mal netter sein sollen. Okay. Diese befreite Gesellschaft. Wenn ich jetzt über diese befreite Gesellschaft rede, dann kommen Leute dann immer so an und sagen, jo, du willst die Lohnarbeit abschaffen und du willst dich nicht über den Markt koordinieren und nicht über einen Staatsplan. Spinnst du? Oder was eher so ist, ich finde das total cool und ich finde es total schön, wenn ich das machen kann, was ich wichtig finde und wir Güter nach Bedürfnissen verteilen und nicht nach Leistung und Macht. Aber ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Und ich glaube, ganz oft, was man da trifft, ist für mich so eine Utopie, die so sehr individualisierend ist. Da geht es dann darum, wir müssen jetzt alle gute Menschen werden. Ich muss so ein richtig guter Altruist werden, so richtig nett zu anderen Leuten. Und ich glaube, das ist total der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, dass wir uns individuell ändern, sondern dass wir Strukturen schaffen, in denen wir andere Leute einbeziehen können. Weil ich würde sagen, egal wie wir das jetzt Ding genau nennen, wir nennen es Exklusionslogik, man kann es auch Herrschaftslogik nennen. Im Kapitalismus und auch im Staatssozialismus ist es uns nahegelegt, auf Kosten anderer zu leben. Das machen wir tagtäglich. Nicht, weil wir böse sind, nicht, weil wir gemein sind, sondern weil das einfach die Art und Weise ist, wie wir am besten unsere Bedürfnisse befriedigen. Und wir müssen die gesellschaftlichen Bedingungen ändern. So. Und dann geht es darum, glaube ich, das zu schaffen, was wir auch Inklusionslogik nennen. Also, dass es nahegelegt ist, andere Menschen einzubeziehen. Die Zeit. Bist du noch? Eine Minute. Okay, dann mache ich es nur ganz kurz.
Ich glaube, zwei Bedingungen sind dafür entscheidend und das ist, glaube ich, im Diskurs um die befreite Gesellschaft sehr häufig. Das eine ist tatsächlich die Abschaffung der Lohnarbeit und die Basierung einer Gesellschaft auf Freiwilligkeit. Wir machen das, was uns wichtig ist. Und das heißt, wir machen auch Sachen, die notwendig sind. Es geht nicht nur darum, Menschen haben nicht nur Bock, Sachen zu machen, auf die sie gerade Spaß haben, sondern es geht, wir haben in uns auch, in kritischer Psychologie nennt es ein produktives Bedürfnis, aber wir haben so einen Antrieb oder sowas, kann man verschieden beschreiben, dass wir auch Dinge machen, die uns wichtig sind, die uns notwendig scheinen. Und wenn wir so eine Gesellschaft und neben dieser Abschaffung von Lohnarbeit und Freiwilligkeit ist das, glaube ich, das andere, eine Abschaffung von Eigentum, was so eine ausschließende Verfügung ist, sondern wir müssen eine Verfügung schaffen, wo wir Menschen gemeinsam darüber entscheiden können, vergesellschaftet, wie wir die Sachen verwenden wollen und sie halt nicht mehr verteilen nach Leistung und Macht, sondern nach Bedürfnissen. Und ich mache noch einen Punkt. Über Koordination rede ich gar nicht, weil ich da keine Zeit mehr habe, aber die erste Frage, die man dann immer kriegt, ist, wer macht eigentlich die Müllabfuhr oder wer pflegt die alten Leute? Und ich glaube, in diesem Satz steckt schon beides drin. Es gibt dann, wenn wir die Lohnarbeit hinter uns lassen, gibt es keine Trennung mehr zwischen Care, also gibt es keine Trennung mehr zwischen quasi einem unbezahlten Care-Bereich und einer bezahlten Produktion oder sowas, sondern es ist beides wichtig. Und ich glaube, würden wir in so einer Gesellschaft leben, müssten wir Betriebe ganz anders organisieren, Krankenhäuser oder Teddybärenfabriken oder sonst was. Die müssten sich so organisieren, dass Leute da Bock haben, hinzugehen und dann mitzumachen. Das heißt, wir müssen die Tätigkeit so organisieren, dass Leute da sagen, yeah, geil, ich habe Bock, da mitzumachen bei diesen Teddybären oder bei diesen, ich lass mal die Teddybären. So. Und es gibt dann noch immer Tätigkeiten, mit denen es, glaube ich, schwieriger ist, dann umzugehen, wo man ja noch immer denkt, da finden wir niemanden. Aber wir haben halt die Möglichkeit, Sachen zu automatisieren. Und wir werden nicht mehr das automatisieren, mit dem wir möglichst viel Geld verdienen, sondern wir werden das automatisieren, auf was wir wirklich keinen Bock haben und was gesundheitszerstörend ist. Sowas wie Schwefelminen oder sowas, das sollten wir automatisieren. Es geht auch darum, Sachen anders zu verteilen. Also wenn niemand Müllabfuhr 5 Tage die Woche machen will, dann würde ich sagen, teilen wir es halt auf, dass wir es 1-2 Tage die Woche machen. Und da geht es auch um sowas wie Rotation auf Basis von Freiwilligkeit. Und es gibt auch die Möglichkeit des Nichtmachens bei bestimmten Tätigkeiten. Wie Adorno so schön sagt, auf dem Rücken liegen und in den Himmel starren, statt ständig auf fremde Sterne einzustimmen. Ja. Und ich glaube, unsere produktiven Bedürfnisse, wie man das immer dacht, die reichen dafür, weil es geht genau darum zu entscheiden, was ist uns eigentlich wichtig? Für was wollen wir Aufwand? Wo stecken wir gesellschaftlichen Aufwand rein? Wo stecken wir unsere Kräfte und unsere Mittel hinein? Und genau diesen Konflikt zwischen dem, was wir so konsumieren wollen und dem, was wir tun wollen und was notwendig ist zu tun, die Klimakrise aufzuhalten zum Beispiel, genau diesen Konflikt können wir in solch einer Gesellschaft dann verhandeln. Und zur Koordination habe ich jetzt leider nichts mehr gesagt. Das wäre die Frage, wie wir das dann, wie wir Entscheidungen finden und sowas. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Danke, Sivon, erstmal für den Input. Ich habe die Dolmetscherinnen schon ein bisschen schwitzen sehen beim Redetempo, vermute ich. Ich trinke noch gerade einen Schluck Wasser. Nat, deine Ökonomie der Zukunft, wir sind gespannt. Okay, ich werde vorlesen, weil ich hier nicht alleine bin. Ich bin nur der, die etwas vorliest und mitbringt als Botschaft. Das ist eine Text von der Aktion Indigena oder Indigene Aktion. Vielleicht kennt jemand, aber vielleicht nicht. Okay, Leipzig, die Apokalypse neu denken, antifuturistisch indigenes Manifesto. Das ist eine Übertragung aus der Zukunft, die nicht stattfinden wird, gemacht von Menschen, die es nicht gibt. Klammer auf, das Ende ist nah. Oder es ist schon einmal gekommen und gegangen? Eine Vorfahrin fragt das. Warum können wir uns das Ende der Welt vorstellen, aber nicht das Ende des Kolonialismus? Wir leben in der Zukunft eine Vergangenheit, die nicht unsere ist. Es ist eine Geschichte von utopischen Fantasien und apokalyptischen Idealisierung. Es ist eine soziale, globale und ansteckende Ordnung, imaginären Zukunft, die auf Völkermord, Sklaverei, Ekozid
und totalen Ruin berührt. Welche Schlussfolgerung können wir in einer Welt gezogen werden, die auf Knochen und leeren Metapher basiert? Eine Welt fetischistischer Endungen, geschaffen für die kollektive Fiktion virulenter Zuschauer. Von religiösen Büchern bis hin zu Science Fiction Unterhaltung ist jede imaginäre Zeitachse vorhersehbar. Anfang, Mitte und unweigerlich das Ende. Diese Erzählungen hat eine Protagonistin, die gegen eine andere kämpft, eine Feind. Eine generische Anneigung der afrikanischen, haitianischen Spiritualität, eine Zombie. Und ein Spoiler-Alarm. Dieser Protagonist ist weder du noch ich. So viele sind bestrebt, die einzige Überlebenden der Zombie-Apokalypse zu sein. Diese austauschbare Metapher der Zombie, die Apokalypse, sind leere Metapher. Diese Linearität existiert nur in der Sprache der Albträume und ist Teil der apokalyptischen Impulse und der Vorstellungskraft. Diese Art zu leben oder Kultur ist eine Art der Herrschaft, die alles zu ihrem eigenen Vorteil verbraucht. Es ist eine wirtschaftliche und politische Neuordnung, sich in eine Realität einzufügen, deren Säulen der Wettbewerb, der Privateigentum, der Kontrolle bei der ständigen Suche nach Profit und die dauerhafte Ausbeutung sind. Es bekennt sich zu Freiheit, doch seine Grundlage basiert auf gestohlenem Land und seine Struktur basiert aus gestohlenem Land. Es ist dieselbe Kultur, die diese andere, der Feind, immer beschuldigt, fordern, konfrontiert, versklavt und töten muss. Ein untermännlicher Feind, über den jede Form extreme Gewalt erlaubt und erwartet wird. Wenn sie keine unmittelbare andere haben, bauen sie ihn sorgfältig auf. Diese andere ist nicht aus Angst erschaffen, sondern seine Zerstörung ist damit verbunden. Diese andere besteht aus apokalyptischen oder, wie wir sagen, mitotischen Axiomen und permanenten Elend. Diese Andersartigkeit, diese Krankheit hat als Symptomen die Vereinfachung der Interpretation und Neuinterpretation dessen, wer wir sind. Und diese wer wir sind, ist immer schmutzig, nicht lebensfähig, sie können nicht, sie sind unfähig, sie sind verfügbar, sie sind keine Gläubigen, sie sind es nicht wert, sie wurden zu unserem Vorteil geschaffen, sie hassen unsere Freiheit, sie sind ohne Papier, sie sind seltsam, sie sind schwarz, sie sind anheimisch, sie sind weniger wert, sie sind gegen uns, wie sie schließlich sagen, sie haben aufgehört zu sein. Das ist die Konstante der Gewalt, in der sie uns auf hinterhältige Weise benennen. Entweder bist du oder sind sie. Es ist diese andere, die für eine unsterbliche und krebserzeugende Kontinuität geopfert wird. Es ist der andere, der vergiftet ist, der bombardiert wird, der still unter der Trümmern liegt. Diese Form der Nichtsein hat alle Aspekte unseres Lebens infiziert. Sie ist verantwortlich für die Vernichtung ganzer Arten, der Vergiftung der Meeres, der Luft und des Landes oder der Erde. Es ist verantwortlich für das Abholzen und Verbrennen ganzer Wälder. Masseneinkerkungen, die technologische Möglichkeit eines Weltkriegs, die Temperatureinstieg auf globaler Ebene. Das ist die tödliche Politik des Kapitalismus. Das ist die Pandemie. Erste, ein Ende, das uns schon einmal besucht hat. Diese physische, mentale
emotionale und spirituelle Invasion, unsere Territorien und Körper, um sie umzunutzen, heißt Kolonialismus. Schiffe, die mit vergiftete Wind und blutige Wellen über den Ozean führen, angetrieben von vergeblichen Atmen und dem Drang zu versklaven, löschten stillschweigend Millionen und Abermillionen Leben aus, bevor sie den Feind überhaupt benennen konnten. 1914, 1918, 2020. Sie drängen uns ein mit Decken, die durch biologische Kriegsführung kontaminiert waren, mit dem Massaker an unseren Brüdern, dem Buffel, mit dem Bau von Dämmen, den Lebensquellen der Flüsse, mit dem Verbrennen von jungfräulichen Land oder Erde, mit Zwangumsiedlung, mit Zwanghaft, auf die Vorenthaltung von Bildung durch Missbrauch und Gewalt auferlegt. Der Tag des Nachkriegs und des Völkermords ist die postkoloniale Demütigung, die unseren Massen-Selbstmord auf den Alter des Kapitalismus vermarktet und sagt: Arbeit, Geld verdienen, Miete zahlen, trinken, nehmen, atmen, in Rente gehen und sterben. Es liegt am Strandrand, es wird auf den Handwerkmärkten verkauft, es serviert Getränke im Casino, es füllt den Supermarkt auf, es sind diese Indias, diese nette Indianer hinter dir. Na, du bist jetzt bei 8 Minuten. Die sind die Lizenzgebühren, mit denen uns ihr offenkundiges Schicksal befallen hat. In dieser Zukunft lassen uns unsere Entführer verewigen und reproduzieren. Die rücksichtslose Auferlegung dieser Welt des Todes wurde durch die idealisierte Utopie angehitzt, dass die Toten in Krypten begraben sollen, so unsere eigene Besten als Akt der Zivilisation getan wurde. Tod den Indianer, der Indern, unsere Vergangenen zu töten und damit unsere Zukunft. Rettet die Menschlichkeit. Lege eine andere Vergangenheit und damit eine andere Zukunft auf. Dies sind die apokalyptischen Ideale von Missbrauchern, Rassisten und Heteropatriarchal. Der blinde und doktrinäre Glauben deren, die das Leben nur durch den Prisma oder ein Kaleidoskop sehen können, das durch eine totale und unendliche Krieg zerbrochen wurde. Es ist diese Idee der Apokalypse, die unsere Vorstellungskraft kolonisiert und gleichzeitig unsere Vergangenheit und Zukunft zerstört. Es ist ein Kampf, den Sinn des Menschen und alles, was existiert, zu beherrschen. Der Futurismus der Kolonisator, der Kapitalisten, wird gleichzeitig wie eine gestohlene Zukunft sein, die den von Plünderern, Antifa des Krieges und den Vergewaltigern sind. Dies war der ewige Kampf zwischen Existieren und Nicht-Existieren. Es ist eine aktualisierte Apokalypse. Mit der einzigen Gewissheit eines tödlichen Endes ist der Kolonialismus eine solche. Unsere Vorfahren haben verstanden, dass es bei dieser Art zu sein keine Argumentation und keine Verhandlung gibt. Dass es nicht gemildert, eingelöst oder reformiert werden kann. Sie verstanden, dass die Apokalyptik nur in absoluten Zahlen existiert. 2. Unsere Vorfahren und Vorfahren träumten eine Utopie gegen das Ende der Welt. Viele Welten sind von dieser gegangen. Unsere Ahnengeschichte sind eng mit den Bettstühlen der Geburten und Todesfälle der Welt verworben. Durch diese Kataklysmen haben wir die Lektion gelernt, die geprägt haben, wer wir heute sind und wie wir miteinander sein sollen. Unser Sein und Existenzweisen basieren auf der Suche nach Harmonie, haben aber auch ihren Ursprung in der Zerstörung vergangener Welten, zyklischer Zeiten, Geburt, Tod, Wiedergeboren sein.
Wir haben unzählige Geschichte über die Geschichte der Welt. Die Teil von uns ist, es ist die Sprache des Kosmos. Es spricht in der Mitte, die in den Narben gemeißelt sind. Entschuldige bitte. Okay, ist zum Ende? Ist zum Ende und okay. Das nee, war. Du kannst gerne noch eine Minute lesen, bloß ich sehe eine fünf Minute? Blätter und du nein, hast nein, erst eine Minute. Drei. Nur habe ich hier. Okay, okay, alles klar. Eine Minute? Gut, okay, danke. Alles klar. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Okay. Gemeißelt sind, von denen unsere Vorfahren und Vorfahreninnen geträumt haben. Es ist der Tanz der Geister, die sieben Feuer, die Geburt der weißen Büffel, die siebte Generation, der fünfte Sonne. Es ist der Orabi und darüber hinaus in Stein gemeißelt. Diese Mythen zeigen nicht nur voraus, sie waren auch diagnostisch und lehrreich. Wir sind die Träume, von denen unsere Vorfahren geträumt haben. Wir haben die Seiten zwischen Atem und Anteil unserer Träume überschritten. Wir existieren gleichzeitig mit unseren Großeltern und vollkommenen Generationen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Es liegt in unseren Gemeinschaften und gegenseitiger Abhängigkeit. Es ist unsere Familie. Es ist in der Falten unsere Erinnerung. Liebevoll gefaltet von Großmutter, von Großvater. Es ist unsere Weltbild und es ist jetzt so, morgen, gestern und das war. Super, danke schön. Danke. Also ich glaube, wenn wir jetzt eins gemerkt haben in dieser ersten Runde, ist, die Ökonomie der Zukunft hat noch sehr viele, sehr offene und komplizierte Fragen. Ich danke euch für eure Eindrücke. Also 8 Minuten sind da tatsächlich Eindrücke aus so vielfältigen Perspektiven. Ich würde euch jetzt gerne jeder und jeden die Gelegenheit geben, einmal kurz zu reagieren auf das, was ihr gehört habt. Was ist euch aufgefallen? Wo seht ihr Gemeinsamkeiten? Wo seht ihr Unterschiede? Was möchtet ihr gern sagen? Und dann würde ich noch 1-2 Fragen stellen und dann würden wir schon Fragen des Publikums annehmen. Ich habe den Chat nicht hier, deswegen weiß ich nicht, wie viele Fragen ihr stellt. Ah, ich sehe ein Wedeln, es gibt schon welche. Super, wenn ihr schon eifrig Fragen stellt, dürft ihr gerne weiter im Clustern, im Chat machen, das wird dann geclustert. Wer möchte denn gerne als erstes reagieren? Andrea. Danke. Ich bin ganz bewegt von diesen vielen Ideen und vor allem auch von dem, was du erzählt hast, Nat. Und ich frage mich angesichts dessen immer wieder, welche Sprache finden wir eigentlich, um über die Zukunft zu sprechen? Und ist nicht, wenn wir das Wort Utopie verwenden, ist in der Utopie nicht die Apokalypse immer schon drin, wie du es ja gesagt hast? Weil die, ne, also es ist sozusagen eine christlich-lineare Zeitverstellung, die damit rechnet, wir machen jetzt Schluss mit allem, wir machen Tabula Rasa, wir wollen das nicht mehr. Also, was du super schön ausgeführt hast, Simon, aus völlig berechtigten Gründen. Wir bauen eine neue Welt. Ne? Das ist diese klassisch-biblische Apokalypse-Geschichte mit dem neuen Jerusalem und die überlegen wir uns und die bauen wir uns. Und es ist eine andere Art und Weise, wenn wir, wie du es gesagt hast und wie es auch Natasha Kelly heute Morgen gesagt hat, wenn wir von einer anderen Form von Linearität ausgehen. Wenn wir sagen, wir befinden uns sowieso in einer zyklischen Zeit und vielleicht brauchen wir erstmal eine andere Vergangenheit, damit wir überhaupt eine andere Zukunft haben können oder wir sind auch gleichzeitig damit. Und dann kann man sagen, okay, Mann, das ist irgendwie ein philosophisches Gelaber und die Linken, die beschäftigen sich mit diesen Fragen und fangen jetzt auch noch an zu träumen und währenddessen sitzen die Rechten in irgendwelchen Thinktanks und teilen die Welt von morgen unter sich auf und dann stehen wir da und dann steht der Faschismus vor der Tür und dann machen wir was. Also ich komme da auch nicht raus, aber ich finde, wir müssen auf dieser Tiefe der Diskussion miteinander sprechen, weil sonst lügen wir uns auch selber in die Tasche und sagen, okay, mit den rhetorischen Mustern von gestern bauen wir jetzt rhetorisch eine neue Zukunft und stellen sie uns vor, wie wir sie gerne hätten, aber wir sind in unserem Herzen da gar nicht angekommen, weil wir noch so unter den Trümmern von der Gewalt, die unsere Vorfahren verübt haben und die an unseren Vorfahren verübt wurde,
begraben sind, dass wir dann gar nicht dorthin gehen können miteinander, wo wir vielleicht noch hingehen könnten, wenn irgendwann das Rauchen der Trümmer aufgehört hat. So viel erstmal. Danke. Wer möchte als nächstes reagieren? Genau, ich wollte gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen auf das ein oder andere, was Simon auch gesagt hat. Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist dann immer nur sozusagen der erste Schritt in so eine Richtung. Und also ich glaube, da, wo wir es machen können, da sollten wir es machen, weil, sagen wir so, es schadet ja nichts. Also wir machen nichts kaputt, glaube ich. Und also für mich ist das auch jetzt nicht so eine Frage von irgendwie radikaler Wandel oder Umsturz oder wir führen das jetzt ein und dann ist morgen alles super. Also ich glaube nicht, dass die Welt so funktioniert. Ich glaube nicht, dass Gesellschaft so funktioniert. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, halt einfach so, für mich ist das so dieser so offensichtliche Schritt in die richtige Richtung und irgendwie alles, was für mich Utopie ist, baut eben auf den Möglichkeiten, die Mensch dann hat, wenn Mensch eben nicht mehr gezwungen ist, einen Job anzunehmen, der scheiße ist. Und das heißt nicht, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass ich jetzt ein super utopisches Menschenbild habe und irgendwie der Meinung bin, dass Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, super altruistisch sind oder was auch immer. Aber ich glaube einfach, wenn Menschen nicht mehr diese Armut erleben, wenn da einfach so eine gewisse Grundsicherheit irgendwo da ist, dann glaube ich, ist das eine ziemlich gute Basis, auf der wir dann aufbauen können und auf der Menschen dann im Zweifel bessere Entscheidungen treffen, als wenn es halt irgendwie so im alltäglichen Kampf um Existenzsicherung geht und so weiter. So viel erstmal dazu. Dankeschön. Ich sehe hier so ein bisschen ein Feld sich aufmachen, was Nat und Andrea sozusagen herausgehen sieht und sagt, wir müssen ganz andere Worte finden und euch eine Debatte über Markt- und Grundeinkommen aufmachen. Könnten auch zwei spannende Debatten sein. Wäre jetzt ein bisschen komische Geschlechterteilung. Ich mache mal kurz den Hinweis, aber ihr dürft gern sagen, was ihr wollt. Vielleicht weiß auch nicht, vielleicht möchte auch Nat zuerst, dann machen wir nicht komplett die gleiche Reihenfolge. Komplizierte Fragen und komplizierte alles, aber man kann immer so Wege finden. Ja? Was der Genosse hier sagt, ich weiß nicht, da gibt es immer einen Irrtum, ja? Nicht persönlich nehmen Sachen, ja? Weil Kultur ist ein künstliches Ding, seid ihr nicht. Ihr seid keine Deutsche, weil ihr seid Menschen nur. Aber egal. Ja, und deshalb muss man, wie sie verstanden hat, sich nicht in die Tasche lügen. Ja? Und ich spreche hier die Akademie direkt, alle ihr. Ja? Da muss etwas getan werden da drin, ja? Und es dringend. Wie wir das veranstaltet oder euch, weil das ist euer Gebiet sozusagen. Ja, das ist die große Frage. Ja, wie wir, ja, weil für mich ist, was wir in unserer Runde vorher gesagt haben, ja, ich komme aus Chile, in Chile ist gerade eine Revolte, oder war. Und das Wesentliche für uns war, dass das ein Paradigmenwechsel in den Kopf gegangen ist oder geht. Und das ist, was hier stattfinden muss auch. Ja, alles anders. Es ist nur eine Lüge. Wir nennen das die Illusion der Realität. Ja? Man kann sich selber lügen, weil es einfacher ist. Ja? Weil für Menschen, ja, jeder Mensch ist so groß, das alles, also wir sind in einem Extrem, das alles ist so groß, ja, okay, ich gehe nach Hause, will nicht mehr wissen. Ja? Nein, weil es so viel für eine Person. Für eine Person ist so, ja, so. Und deshalb brauchen wir kollektives Denken, brauchen wir kollektiven Arbeiten, alles kollektiv. Ja? Weil das ist das Einzige, was wir uns helfen kann, tatsächlich auch in der
nicht nur der Gelaber, sondern in der Tat. Ja, wir brauchen viel Tat, nicht viel Gelaber, sondern Taten. Und jetzt bin ich in eine Wahl gegangen, weiß ich nicht mehr. Ich gebe weiter die Wort. Danke. Ja, ich merke auch so die zwei Diskurse und ich merke, dass ich in dem einen Diskurs viel einfacher spreche als in dem anderen, auf jeden Fall sehr offensichtlich. Ich dachte, weil so Ökonomie und dann so klare Analyse und so, dachte ich auch, ja, so. Ich finde es total cool, wir brauchen verschiedene Sprachen zur Utopie. Ich glaube, wir können einfach nicht nur in einer Sprache über Utopie reden und das, was Bini, ich mag den Begriff einfach, aber er ist leider kompliziert, aber situierter Universalismus, also wir müssen gemeinsam eine Vision entwickeln, aber aus unserer Unterschiedlichkeit heraus und da eben genau feministische, antirassistische, verschiedene Perspektiven zusammenbringen, damit wir tatsächlich etwas schaffen können, was der Utopie nahe kommt, weil genau unsere Erfahrungen und die Erfahrungen, das sage ich normal nie, das ist ganz neu für mich, so unserer Vorfahren oder sowas, die vor, da irgendwie auftauchen müssen, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, wir brauchen eine künstlerische Sprache, eine träumerische Sprache über Utopie, aber wir brauchen auch etwas, wo wir dann konkret drüber reden, wie könnten wir denn sonst können wir, Utopie ist immer viel mit Träumen verbunden, weil sonst kommt man nur schwer über das hinaus, was ist. So, ich glaube, dafür brauchen wir so eine Sprache. Aber dann ist es für mich schon wieder wichtig zu überlegen, okay, wie können wir das dann konkret organisieren? Und wie organisieren wir uns heute schon konkret? Und wie schaffen wir Räume, wo wir gemeinsam träumen können und so etwas? Und um den Diskurs zu wechseln, damit es ein bisschen einfacher für mich ist, ich finde es total cool, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hinkriegen. Und ich finde das total cool, wenn wir auf der ganzen Welt ein bedingungsloses Grundeinkommen hinkriegen. Ich bin voll dafür und wir können dafür kämpfen. Ich halte es nur für unwahrscheinlich, dass das wirklich hoch ist. So, und dass das wirklich etwas ist. Weil sobald das hoch genug ist, dass Leute tatsächlich aufhören zu arbeiten, dann bekommt die Wirtschaft ein Problem, also zum Beispiel in Deutschland, dann bekommt die Wirtschaft ein Problem in Deutschland und dann bekommt früher oder später auch der deutsche Staat ein Problem, der genau dieses bedingungslose Grundeinkommen zahlen muss. Also ich finde es gut, dafür zu kämpfen und ich glaube, wir können da auch was schaffen. Aber ich glaube, wenn wir immer an Reformen appellieren und sagen, wir müssen einen Schritt machen und es ist immer der erste Schritt, dann das auf eine Art und Weise festigt das auch das Vertrauen in das Bestehende. Das kann total wie schaffen. Wir können das eine ganz CO2-Steuer machen. Wir kriegen das hin. Und immer wieder betonen wir, was in dem Bestehenden alles möglich ist. Und für mich ist wichtig zu betonen, was da alles nicht möglich ist und warum wir über das Bestehende deshalb hinausgehen müssen. So, und das ist, glaube ich, was ich dann, ja. Ja. Ich würde einmal kurz einen Zwischenstand machen. Ich glaube, wir haben nämlich ein sehr herausforderndes Podium hier. Das haben wir ich finde das super. Ich wollte es bloß auch mal feststellen, also falls irgendjemand im Publikum nicht mitkommt und sich denkt, über was reden die da eigentlich, ist es sagen sehr viele Aspekte, die hier zusammenlaufen und sehr viele Fragen, die wir uns stellen. Wir sind noch immer bei der Frage, wie können wir eine Ökonomie in der Zukunft so organisieren, dass sie die Bedürfnisse von Menschen und anderen Lebewesen befriedigt? So. Und da haben wir, glaube ich, ganz viele Aspekte reingepackt, was das alles mit haben muss. Ich glaube, wo wir uns total einig sind, waren diese philosophischen Aspekte, die ihr angesprochen habt. Es geht um einen ganz großen Paradigmenwechsel. Es geht um eine Frage, eine Ökonomie ist ja auch eine soziale Konstruktion. Wie können wir diese soziale Konstruktion ganz anders schaffen? Welches Art von Denken müssen wir da eigentlich ändern? Kommen wir nicht aus einem linearen Fortschrittsdenken, einem linearen Herrschaftsdenken her? So, und wie können wir das ändern? Gleichzeitig, das haben wir in der Vorbereitung auch gemerkt, können wir sehr viel über diese philosophischen Fragen reden, aber eigentlich geht dieses Podium ja um die Ökonomie. Also ganz konkret, wie organisieren wir solche Prozesse? Und ich bin auch gerade so ein bisschen da, denke, oh, spannend, aber eigentlich, glaube ich, ist es cool, zurückzukommen, weil darum geht es ja eigentlich. Und vielleicht können wir versuchen, dieses Nicht-Lineare und die Frage nach dem anderen, also das ist natürlich viel größer, aber trotzdem mit reinzubringen in diese Frage, was heißt denn das für unsere gemeinsamen Organisationsprozesse? Und da habe ich bei euch auch ganz viele Gemeinsamkeiten gehört. Nämlich, dass es eigentlich darum geht, dass wir Prozesse kollektiv organisieren, in demokratische Hand nehmen, dass wir die so organisieren, dass Menschen ihr Tätigsein Spaß macht, dass wir sinnvolle, notwendige, lebensnotwendige, aber auch einfach schöne Tätigkeiten gemeinsam organisieren. Die Abwesenheit von Zwang, die hat euch alle geeint. Du hast sie sehr deutlich gemacht mit der Gewalt,
mit der Gewalt auch der kolonialen rassistischen Systeme. Aber das Gegensatz ist sozusagen die Freiwilligkeit, die du sagst, mit der herrschaftsfreien, dezentralen Koordinierung. Und ich fände es total spannend von euch noch zu hören, wenn ihr jetzt nach dem, was ihr gehört habt, nochmal drüber nachdenkt, ganz praktisch, also das ist ein bisschen komisch, aber ganz praktisch, was sind denn sozusagen Organisationssysteme, die ihr euch vorstellen könnt? Also was, in welchen Orten organisieren sich Leute, treffen sich Leute, um tätig zu sein? Oder also hier wurde kurz der Markt erwähnt, ob er nicht da ist. Also wenn ihr, glaube ich, weil wir haben es auf einer Metaebene gesprochen, nochmal so ein praktisches Bild geben könntet. Ihr dürft auch die anderen Sachen sagen, die ihr sagen wolltet. Dann würde ich nochmal eine kurze Runde an euch geben und dann würden wir die Fragen aus dem Publikum beantworten. Du hattest schon einen Impuls. Möchtest du den trotzdem noch aufgreifen? Gut. Ja, vielen Dank, Nina. Ich bewundere dich immer wieder für deine Fähigkeit, die Dinge so gut nochmal zusammenzufassen. Das ist echt super, danke. Ich würde dazu einen kleinen Punkt ergänzen wollen. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang auch meinte, was wir ja sehr geübt sind, in feministischen Kämpfen immer in diesem Doppelten drin zu stecken. Ne? Einerseits zu sagen, alle Institutionen, Infrastrukturen, so wie sie sind, sind aus einer patriarchalen Logik gestrickt und deswegen falsch und müssen ganz anders sein und ganz weg. Und gleichzeitig macht es halt voll Sinn, sofort jetzt und hier und heute zu sagen, okay, die haben wir jetzt halt, was ist jetzt der nächste Schritt? Und auch da sollten wir irgendwie gucken, dass wir wenigstens einen kleinen Gerechtigkeitszuwachs erhalten. Und ich glaube, in diesem Sinne müssen wir ja auch über die Ökonomie der Zukunft nachdenken. Und deswegen bin ich mir tatsächlich immer gar nicht so ganz sicher, ob es so weit führt zu sagen, haben wir dann noch einen Markt oder haben wir keinen? Also weil ich aus super vielen Gründen das total einleuchtend finde, dass das im Markt alles sowieso nicht funktioniert und so. Und gleichzeitig haben wir ihn halt jetzt gerade. Und ich frage mich dann immer, was wären eigentlich... Können wir das vielleicht auch stehen lassen und sagen, was sind eigentlich jetzt gerade Kämpfe, in die wir uns zusammen einschalten sollen, weil sie auf jeden Fall in eine Richtung von einer besseren Ökonomie gehen. Und da sehe ich Kämpfe um eine Daseinsvorsorge halt ganz akut und ganz, ganz stark, glaube ich, wo wir Ansatzpunkte haben, die, egal wie viel Markt oder Staat oder so da drin steckt, ne, in allen diesen drei Formen, die du, finde ich, so analytisch so schön aufgemacht hast vorher, eine wichtige Rolle spielen. Also die Frage, wie können wir eine Gesundheitsversorgung sicherstellen, die allen Menschen offen steht, die kostenlos ist und die wirklich zugänglich ist. Funktioniert das über einen Ausbau von den zum Beispiel in Deutschland bestehenden Kassensystemen, in die dann wirklich alle einbezogen werden? Oder muss das vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Ebene gedacht werden? Also ist es spannender, das auf einer kommunaleren oder regionaleren Ebene mit neuen Ausgleichssystemen zwischen diesen Regionen dann zu denken und zu sagen, es gibt in jeder Stadt oder Region Gesundheitshäuser zum Beispiel, in die die Menschen gehen können und wo dem Stand der, wie sagt man, Forschung angemessen die Leute behandelt werden zum Beispiel. Wäre es nicht ein interessanter Gedanke, was auch in der Vision 2048 Zukunft für alle Broschüre, die am 1. Oktober dann bei Ökom auch als Papier erscheinen wird, wie es ausgeführt ist, also stärker zu überlegen, wie können wir von der Subsidiarität her denken, also von der kleineren, eher städtischen oder lokalen oder regionalen Ebene und von dort aus Demokratie und Daseinsvorsorge nochmal neu zusammenkoppeln. Das betrifft natürlich auch sowas wie Mobilität, das Recht auf Mobilität. Also wie kann ein möglichst kostenloser öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel organisiert sein, sodass Menschen fossilfrei automobil sein können? Und in diesem Sinne finde ich es oft produktiver, darüber nachzudenken, wie solche Daseinsvorsorgen organisiert sein können außerhalb von einer ökonomischen Logik, anstatt oder vielleicht auch zusätzlich zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Also ich finde, ich hätte natürlich auch gern ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber ich glaube, das ist spannend oft, da an dieser Ecke eher zu denken. Ne? Wie kann das jenseits des Monetären organisiert werden? Und darauf können wir uns, glaube ich, relativ gut einigen. Mhm. Ja.
mit dem, was du sagst, total was anfangen, aber es sind für mich zwei verschiedene Fragestellungen tatsächlich. Wir haben einen Diskurs über Utopie, wo wir zuerst mal klären müssen, können wir uns überhaupt ohne Markt mit 7,5 Milliarden Menschen koordinieren? Funktioniert das überhaupt? Und können wir das ohne eine Staatsplanung von oben? Weil wenn wir das nicht können, dann kämpfe ich heute anders, dann kämpfe ich an anderen Stellen. Und für mich ist das wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, ey, eine ökosoziale Marktwirtschaft ist möglich oder sowas, dann trete ich jetzt in die Grüne Partei ein und kämpfe dafür. Wenn ich sage, demokratischer Staatssozialismus ist best, dann würde ich in die Linke eintreten und dafür kämpfen. So, vielleicht, also keine Ahnung, wie die Chancen da stehen, aber diese Utopie verändert meine Transformation. Und die Fragen, die du stellst, finde ich total wichtig, aber die sind für mich, zuerst müssen wir klären, wo wollen wir eigentlich hin? So, und da kann man auch die Transformationsfragen immer wieder stellen, aber ich glaube, also die kann man immer wieder aufeinander beziehen, aber ich finde es wichtig, wirklich Diskurse auch über Utopie zu haben und nicht immer schon, ja, aber was machen wir denn heute? Ja, das ist total wichtig, aber wir können wirklich nur richtig, also für mich kann ich richtig klären, was ich heute machen kann, wenn ich weiß, wo ich hin will und ob das überhaupt möglich ist, so anders zu leben, jenseits von Geld, jenseits von Staatlichkeit und sowas, was so total normal ist, jenseits von Patriarchat. Also, ja, ich versuche deine Frage kurz zu beantworten, weil ich glaube, ich habe noch nie versucht, nur von der Praxis auszudenken, weil ich denke immer nur vom System aus. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe in dieser befreiten Gesellschaft oder wie wir es nennen, Kommunismus, dann, ich bleibe an meiner Teddybärenfabrik. Und ich gehe, weiß ich nicht, so wie ich mich mit den anderen Commoners dort und Commonerinnen dort abgesprochen habe, von mir aus 5 Tage, 6 Stunden die Woche. Wir sind noch ein bisschen veraltet, wir haben noch relativ klare Arbeitszeiten, weil das hilft uns irgendwie zur Orientierung und zur besseren Koordination. Es gibt ein paar Leute, die machen das sehr viel flexibler, aber wir machen das relativ deutlich. Und dann gehe ich dahin und stelle mit denen gemeinsam Teddybären her und dann überlegen wir uns so die Frage, wem geben wir die Teddybären? Und dann diskutieren wir natürlich darüber, weil wir haben die ja freiwillig hergestellt und entscheiden gemeinsam, was machen wir mit diesen Teddybären? Und dann denken wir, ach ja, die Leute da hinten, die haben so gute Freundinnen von uns, die suchen schon die ganze Zeit richtig viel Teddybären und die Region da, wie hieß sie nochmal, Niedersachsen, ah ja, die haben einen krassen Teddybärenmangel, dort schicken wir unsere Teddybären hin. Dann kommen aber die Leute, weil das wäre für mich eine Grundlage, Duocracy nennen wir das, dass die Menschen, die produzieren oder reproduzieren, also auch im Krankenhaus oder die entscheiden, was ihnen wichtig ist, was sie damit machen wollen. So. Aber die können das nicht unabhängig von anderen machen. Wenn ich jetzt meine Teddybären alle nach Niedersachsen schicken will und ich bin aber natürlich mit Leuten bezogen, von denen ich die Maschinen kriege, mit denen ich meine Teddybären da zusammennähe oder die Wolle kriege für die Teddybären, dann werden die sagen, jo, das ist eine richtig bescheuerte, also, sorry, Abel, es ist eine richtig falsche Entscheidung, oder eine exklusivierende Entscheidung, die alle nach Niedersachsen zu schicken, weil es gibt ganz viele andere Leute, die brauchen auch Teddybären. Und dann können wir noch darüber streiten und sagen, nee, die Niedersachsen, die haben voll das krasse Bedürfnis nach denen. Und dann müssen wir über Bedürfnisse streiten. Dann streite ich mit meinen KooperationspartnerInnen über die Bedürfnisse und sage, ey, aber Niedersachsen, total cool. Und die sagen, nee, wenn ihr so weitermacht und nur Niedersachsen beliefert, wir wissen auf jeden Fall, dass in Südhessen krass viele Teddybären gebraucht werden. Wir können das für alles durchspielen. Stahl, Schrauben, Pharmazie oder auch Bambus oder sonst was, können wir das immer wieder durchspielen, dass wir in einer Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit basiert, auf die anderen Leute, mit denen wir kooperieren, angewiesen sind. Und das übt das, was wir Inklusionsdruck aus. Wenn wir Entscheidungen treffen, die ganz viele Leute exkludieren, indem wir die nur nach Niedersachsen schicken und nicht die Bedürfnisse von den Leuten in Südhessen oder von mir aus in Frankreich oder sonst wo oder in Südchina einbeziehen, dann bekommen wir Probleme mit der Kooperation. Unsere KooperationspartnerInnen werden zuerst mal uns weniger Wolle schicken und dann irgendwann sagen, ey Leute, das läuft einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das klar wurde. Ich glaube nicht. Ich habe noch nie so ganz aus der Praxis gedacht. Aber so stelle ich mir Entscheidungsprozesse vor mit klaren Absprachen zwischen Leuten. Aber das Entscheidende ist, es ist weder komplett dezentralisiert im Sinne, dass wir alle nur für uns isoliert da herum entscheiden, aber auch nicht zentralisiert in einer festen Rätestruktur oder dem parlamentarischen Struktur, wo dann oben entschieden wird, wo die Teddybären hingehen, sondern wir nennen das eine polyzentrale Selbstorganisation, wo wir an vielen Orten entscheiden, aber genau in Abhängigkeit, in Bezogenheit zu anderen. Das kann man ein bisschen romantisierend, aber ich finde es ganz schön, Freiheit in Verbundenheit nennen. Hast du auf jeden Fall deine Ausführungen zur Kooperation geschickt unterbekommen. Ich habe getan, was ich konnte. Nat. Von deinem Punkt, das ist echt so eine
Sackgasse. Nur, dass uns trennt, ja, dieses erste Welt-Denkweise, Occidentalkultur, Generationenweise. Nee, weil es gibt andere Erfahrungen auf die Welt, ja, und es gibt, nee, wir wissen, also ihr seid Leute, gelehrte Leute, so, ihr kommt von der Uni, das ist nicht die erste Krise der Menschheit, so, es gab viele, die, tschüss, ja, die Roma, ihr weiß schon, bueno. Das ist die Geschichte der Menschheit, ja, insgesamt, ja, nicht der Deutsche oder so, sondern die Menschheit, die in dieser Erde lebt. Und es gibt immer noch, wir sind in parallelen Welten, ja, so, ihr habt eure parallele Welt und wir unsere parallele Welt, ja, und wir sind gleichzeitig in die gleiche Zeit und du. Okay, das heißt, andere Leute leben ohne Stadt, dezentralisiert, kollektiv, bla bla bla, die Utopie, die du denkst, oder dass du, ja, das ist tatsächlich etwas, die gibt da draußen, millionenfach, nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern millionenfach. Okay, deshalb, man muss die Illusion von der Realität verlassen, ja, okay? Verstehst du, was ich meine? Die Illusion der Realität ist, ethnozentrisch zu sein, Nummer eins, ethnozentrisch, total. Ja? Deine Maschinen, ein Wort für die Maschinen und alle die künstliche Welt, die euch umgibt, weil das ist eine Philosophie der Materialismus, aber der Materialismus nicht in der Sinn von Karl Marx, sondern der Materialismus. Sachen. Ja? Jetzt kommt für uns die Wende der grüne Kapitalismus, so nennen wir das. Jetzt kommt der grüne Kapitalismus. Wieso? Okay, alle wollen diese E-Autos und ne, elektrische Autos. Was bedeutet für uns und für euch, wenn ihr die Flamingo liebt? Keine Flamingo mehr auf die Welt. Keine. Abschaffen. Nur wegen dem Lithium für dieses Auto, für jedes dieses Autos. Okay, ich tausche keine Auto für ein Flamingo. Keine. Keine, keine. Ist euch klar? Keine. So, deshalb, man muss von den anderen lernen. So ist die Menschheit weitergegangen. Deine Kultur, meine Kultur, eure alle Kultur. Ja, so ist die Mathematik erfunden, die Sprache, alles. Nur in Kooperation, nicht in Stoßen. Deshalb muss man echt die Illusion der Realität verlassen, das heißt, was wir uns in unserer Kultur uns hier in der Gehirn, ja, und weil es eine, ich nenne das eine Labyrinth ohne Ausgang. Du bist da drin und du bewegst dich hier und her, hin und her, da und, aber du kommst nie raus. Und Tatsache ist, ja, wir haben ein ökologisches Problem, die den Mensch betrifft. Ja, ja, nicht alle Menschen, aber die meisten von uns. Und das ist eine große Grenze für uns als Menschen. Deshalb ist es notwendig, dass wir einen Paradigmenwechsel in unserem Kopf schaffen und für die anderen Generationen. Wir sind schon, ich weiß nicht, wie alt seid ihr. Ich bin 49 Runden in der Sonne. Und okay, das ist nicht für mich, ja, das ist für die Leute, die kommen, die geboren sind jetzt, weil wir sind verantwortlich, jeder von uns, unsere Eltern und so. Ja, und deshalb, wir können das schaffen. Aber die Illusion verlassen, ja, das ist sehr wichtig jetzt, sehr wichtig. Und von den anderen, diese Menschen ohne Regierung, ohne alle das, ein bisschen lernen, oh, wie macht man das? So macht man das. Ah ja, alles klar. So. Vale. Danke, Nat. Hast du noch einen Impuls, Nick? Ich sage nur, also ganz kurz, ich sehe das eigentlich alles total ergänzend und ich finde nicht zwingend, dass das da ein Widerspruch sein muss. Kann man sicherlich so darstellen, kann man aber, glaube ich, auch ganz anders sehen. Und ich glaube, es ist halt, also Wandel ist halt immer unfassbar viele kleine Trippelschritte.
Und deswegen, wenn wir von der großen Utopie träumen, dann finde ich das total gut und total richtig. Und da sollten wir uns dann auch alle kreative Freiheit nehmen, uns einfach mal vorzustellen, meinetwegen, was könnte das denn sein? Aber darüber können wir oder dürfen wir oder sollten wir nicht vergessen, dass wir also eben hier und jetzt halt auch einfach die vielen kleinen Trippelschritte gehen müssen, die auch in der Vergangenheit unzählige Menschen immer wieder gegangen sind, um eben sozialen Wandel in eine positive Richtung zu erwirken. Gut, danke schön. Ich sehe, die Fragen stehen schon bereit. Ihr dürft einmal kurz durchschnaufen. Dankeschön. Cool, danke. Es ist super aufgeschrieben, ich kann es direkt lesen. Genau. Solche Fragen sind immer spannend, weil wir jetzt merken, ob wir daran vorbeidiskutiert haben, was im Publikum, muss ich sagen, gewünscht wird. Wirkt gerade nicht so. Ich lese die jetzt alle vor, bis auf eine sind sie an euch alle gerichtet. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr eine daraus nehmt, also wenn es nicht alle vier, alle fünf Fragen beantworten. Frage an Simon. Existiert in deiner Ökonomie der Zukunft ein Tauschmittel? Wenn nicht, wie werden die Güter verteilt? Was machen wir in der Zukunft mit industrieller Fließbandproduktion, die keinen Spaß macht, aber ressourceneffizient ist? Wer möchte die Frage haben? Du wirst die alle haben wahrscheinlich. Okay, ihr dürft noch kurz nachdenken, aber vielleicht hilft sie euch, dann gebe ich sie einfach dann weiter. Wie gelingt die notwendige Transformation angesichts der Klimakrise? Durch soziale Bewegungen, System Change, Revolution oder parlamentarische Demokratie? Also die nächste wirst du bestimmt auch. Welche Rolle spielt technologische Entwicklung und Fortschritt in der skizzierten Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit basiert? Und dann habe ich noch eine. Wie kann Daseinsvorsorge ohne den Staat und Markt organisiert werden? Nat, spricht dich irgendwas davon an? Nein. Ich glaube, du kannst auch das sagen, was du nochmal möchtest, wenn du... Beide? Okay. Gut. Wer hat schon Lust auf die Antwort auf die Frage? Du musstest bis jetzt immer anfangen, gell? Nee. Doch, du musstest immer anfangen. Letztes Mal. Jetzt nicht. Genau, darum wollte ich. Du hast doch so eine Standardfrage für dich, ja, oder? Ja, super. Standard. Okay, existiert in deiner Ökonomie der Zukunft ein Tauschmittel? Wenn nicht, wie werden die Güter verteilt? 2 Minuten. Okay, dann schreiben wir best. Nee, es gibt kein Tauschmittel. Ich würde nämlich sagen, Marktwirtschaft bedeutet nichts anderes als die Verallgemeinerung des Tauschs. Also die Kopplung von Geben und Nehmen, die wir immer wieder im Mittelalter an den Rändern sehen, aber auch im Römischen Reich finden oder auch an vielen anderen Orten. Wenn sich das in der frühen Neuzeit langsam auf die ganze Gesellschaft ausbreitet. Und ich würde sagen, die Historiker streiten sich immer, ich habe keine Ahnung, aber irgendwann zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert würde ich sagen, dann entsteht aus diesen ganzen einzelnen Tauschakten sowas wie ein Markt und eine Marktwirtschaft, die anfängt, diese Gesellschaft zentral zu koordinieren oder die immer bestimmender dafür wird. Lohnarbeit setzt sich durch, Konkurrenz, Produktivitätszwang, die industrielle Revolution beginnt, auch angetrieben von diesen Kräften und so weiter. Das heißt, jenseits von Lohnarbeit bedeutet auch jenseits von Tausch. Ich glaube, das und wie dann Güter verteilt werden, ist, glaube ich, ich habe es versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Güter werden nach Bedürfnissen verteilt und genau darüber haben wir Auseinandersetzungen. So, ich glaube, ein paar Sachen können wir uns darauf einigen, dass wir genug davon herstellen wollen, wie eine grundlegende medizinische Versorgung oder Essen oder Wohnen oder sonst etwas. Davon werden wir genug zur Verfügung stellen, dass wir es frei zur Verfügung stellen können. Also ich stelle mir das vor, aber es ist sicher falsch, wie so Supermärkte, in die man reingehen kann und dann sich die Sachen einfach holt, ohne dafür zu bezahlen. Da gibt es sicher auch so Signale, die sagen, ey, das war richtig anstrengend, dieses Ding herzustellen und die Leute hatten nicht so viel Bock drauf, weil es eben anstrengend war, überleg dir, ob du das wirklich brauchst. Also Signale sind total wichtig für so eine Gesellschaft.
Und ich glaube, manche Sachen sind einfach, daran werden wir auch da einen Mangel haben, ob das das berühmte Haus am See ist oder sonst was. Und genau darüber haben wir dann die Konflikte und überlegen uns, wie können wir das möglichst bedürfnisgerecht verteilen. Und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen, wie wir das dann machen können. Nur ich habe es wieder versucht zu entwickeln. Ich kann gar nicht genau sagen, welche Praktiken wir dann entwickeln werden, weil ich glaube, was in dieser Utopie total passieren wird, ist, dass wir neue Formen finden, wie wir Konflikte lösen und wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Ich glaube nur, dass es noch immer gilt, weil wir von anderen abhängig sind, sich Verteilungsmechanismen durchsetzen, die inkludierend sind, also die andere Menschen einbeziehen, weil die Commons, die das hinkriegen, die inkludierend die Güter verteilen, da wollen mehr Leute mitmachen, weil da mehr Commons und andere Menschen begeistert sind. Ey, ist voll cool, wie ihr versucht, so was Komplexes wie Häuser am See zu verteilen. Können wir da von euch lernen? Können wir uns da austauschen oder sonst was? Danke. Nick, möchtest du weitermachen? Okay, die Frage ist, welche Rolle spielt technologische Entwicklung bzw. Fortschritt in der skizzierten Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit basiert? Ich glaube, als erstes müssen wir da mal so gesamtgesellschaftlich darüber reden, was ist überhaupt Fortschritt und was bedeutet das und was wollen wir, dass es bedeutet? Und zum Beispiel finde ich, nur weil etwas effizienter gemacht wird, heißt das ja noch nicht zwingend, dass das irgendwie gut ist oder irgendwem irgendwas bringt. Ich glaube, dass ökologische Kriterien da einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen sollten heutzutage. Und dann finde ich, also Fortschritt wird ja gemeinhin bei uns immer ganz viel mit Innovation verbunden. Ich finde, wir sollten viel mehr über Exnovation reden, also das Abschaffen von Dingen, die wir schon immer oder schon sehr lange irgendwie so machen, wie wir sie machen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, motorisierter Individualverkehr, finde ich, ist sowas. Könnten wir super gut mal drüber reden. Brauchen wir das eigentlich noch? Und wäre es nicht eigentlich viel cooler in Innenstädten, wenn da nicht ständig irgendwie Autos rumfahren? Genau, und dann, ja, wie gesagt, einfach demokratisch darüber debattieren, welchen Fortschritt wollen wir, weil was ich im Moment total besorgniserregend finde, ist, dass dieses Fortschrittsdenken, was irgendwie gerade die Menschheit so im Griff zu haben scheint, das kommt alles so aus dem Silicon Valley, das sind alles diese Digitalkonzerne und das sind für mich eigentlich alles totale Dystopien. Also ich finde das super schwierig und deswegen glaube ich, müssen halt einfach alle gemeinsam darüber reden, was wollen wir, und da werden wir zwangsweise um die Frage Fortschritt nicht drum herum kommen. Mhm. Dankeschön. Natura, Andrea, wer von euch möchte weitermachen? Dann gehe ich ran. Das war diese Frage, was machen wir in der Zukunft mit industrieller Fließbandproduktion, die keinen Spaß macht, aber ressourceneffizient ist. Frage gegen Frage, für wem sind diese Ressourcen effizient? Ja, das ist immer so, die Sackmühle. Ne? Wir brauchen eigentlich die Fließbandproduktion gar nicht, weil es nicht für uns, es ist nicht für unsere Bedürfnis, es ist nicht für unsere Grundernährung oder Klamotten oder so, sondern es ist Überschuss für das Kapital. Das hat 1000 Bücher, ja, so. Ich muss das nicht erklären, glaube ich. Ja, deshalb Fließband, ja, keiner, der keinen Spaß hat, muss dahin, weil muss abgeschafft werden. So simpel ist das. Wie wir das abschaffen, ja, das ist andere Frage. Ja, da müssen wir mit den Kapitalisten, ja, aber das wird lange dauern. Das ist eine, ich denke an die zukünftige Generationen, die einen Paradigmenwechsel machen. Ja, und vielleicht die haben neue Ideen als wir, weil wir sind auch gefangen in unseres Gehirn auch und in unsere Ideen. Und deshalb muss man junge Leute auch und alte und alle zusammen, nicht so. Was machen wir in der Zukunft? Fließband abschaffen, ich weiß nicht. Ich habe kein anderes Wort auf das, weil Fließband für mich ist nur Kapitalismus pur eigentlich. So. Und verbraucht Ressourcen, die eigentlich für das Gleichgewicht für dieses Planeten ganz gefährlich ist. Und das ist erforscht, belegt,
etc. Aber manche Leute, die die Macht haben, wollen darüber nicht wissen. Deshalb Paradigmenwechsel für die Zukunft und Fließband abschaffen. So, so simpel. Danke. So. Andrea, letzte Frage der ersten Runde. Ja, danke. Ich stimme übrigens meinen beiden Vorrednerinnen in ihren maschinenstürmerischen Appellen zu. Wer dazu noch andere Perspektiven nachhören will, kann sich auch mal dann im Nachklapp das Digitalitätspodium nochmal anhören, das dann bei YouTube irgendwann zu sehen sein wird. Da gibt es auch noch die Perspektive, Fließband ist voll super, weil es nämlich, egal, andere wie gelingt die notwendige Transformation angesichts der Klimakrise? Also, wie sie gelingt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist Teil dessen, warum ich mich auch manchmal mit deiner genauen Utopie schwer tue, Simon, obwohl ich dich wirklich gerne mag. Weil ich glaube, wenn wir in eine andere und gerechte Zukunft gehen wollen, dann ist ein notwendiger Schritt, Kontrollbedürfnis loszulassen. Also wir können nicht wissen, ob es gelingt, und wir können auch nicht wissen, wie es sein wird. Aber wir können natürlich Geschichten erzählen, das ist immer super. Das finde ich auch gut. Und die Frage heißt hier, durch soziale Bewegung, System Change, Revolution oder parlamentarische Demokratie? Und ich würde sagen, solange wir es nicht genau wissen, macht es total Sinn, alles vier anzustrengen und an den Orten, an denen ich selber bin und mich selber wohlfühle und an denen meine Kollektive sind, diese Dinge zu versuchen. Also ich glaube, es ist gut, in sozialen Bewegungen aktiv zu sein. Ich glaube, es ist gut, bei Ende Gelände für System Change einzustehen oder andere Aktionen zivilen Ungehorsams zu machen. Ich glaube, es ist gut, in der parlamentarischen Demokratie wählen zu gehen, damit nämlich in meinem Wahlkreis nicht die AfD-Leute irgendwie abräumen, weil das immerhin dazu führt, dass ein paar weniger Menschen abgeschoben werden, und das macht echt einen krassen Unterschied für jede einzelne Person. Ja, Revolution, whatever. Also ich glaube, manchmal können Dinge wirklich schnell gehen. Also ich stimme dir auch zu, dem, was du vorher gesagt hast, Nick, dass es sich ganz oft nach kleinen Schritten anfühlt. Aber ich finde, wir haben jetzt auch gesehen in dieser ganzen sogenannten Corona-Krise, dass manchmal die Dinge auch super fast gehen. Und wenn man Leuten, die was von politökonomischer Analyse verstehen, glauben kann, dann bewegen wir uns schon in relativ turbulente Zeiten hinein, weil einfach verschiedene Stellen unseres Weltsystems brüchig geworden sind. Und ich glaube, da können Dinge an verschiedenen Stellen extrem, extrem schnell gehen. Auch in den Zentren dieses Weltsystems, in einem, dessen wir uns jetzt hier gerade befinden, wo wir es bis jetzt nicht so gewöhnt waren, dass die Dinge schnell gehen. Ich glaube, das hast du ja vorher schon gesagt, ne? Andere Leute anderswo machen diese Erfahrung permanent, dass irgendwie es umgewälzt wird. Und selbst in Ostdeutschland zum Beispiel, Leute, die die Wende miterlebt haben, haben diese Erfahrung ja auch mitgemacht, dass sie von einem Tag auf den anderen stürzt das System zusammen. Und deswegen glaube ich, ist es schon super sinnvoll, auch für solche Momente des Bruchs, die wahrscheinlich in einzelnen Sektoren oder vielleicht auch für ganze Nationalökonomien kommen werden, sich dann auch wieder genau zu überlegen, wie wollen wir es denn dann, und eben die Think-Tankerei nicht den Rechten zu überlassen. Das ist, glaube ich, super sinnvoll. Und ja, wie es dann gelingt, das werden wir dann halt sehen. Vielen Dank. Ans Publikum gerichtet hoffe ich, dass wir die Fragen beantwortet haben, also dass ihr ein paar Antworten auf eure Fragen bekommen habt. Das merken wir sozusagen nicht am Raunen. Vielleicht merkt es die Chatbetreuung. Wir wären schon bereit für die zweite Runde an Fragen, wenn ihr dafür auch bereit seid. Ja, aber ich glaube, bei 5 Fragen und 4 Sprecherinnen, Dankeschön. Und nachdem es schon halb ist, würde ich jetzt sagen, wir versuchen es mal mit den Fragen, und dann gucken wir mal, ob die Chatbetreuung sagt, auf jeden Fall, da sind noch welche, oder ob wir sagen, wir schließen. Tendenziell wollten wir um 9:45 Schluss machen. Andrea und Nat. Wie erreichen wir Freiwilligkeit der Rotation von Verantwortungspositionen, um Hierarchien und Herrschaft vorzubeugen?
Ich würde sie dir mal geben. Simon, warum spielen digitale Technologien zur Erfassung von Nachfrage in der Utopie keine Rolle? Und ich hoffe, jetzt die letzte Frage passt einfach gut zu dir, Nick. Wie kann eine Gesellschaft ohne Extraktivismus, soziale und ökologische Ausbeutung aussehen bzw. funktionieren? Ich lasse euch eine Minute darüber nachzudenken und mache kurz Werbung für unser Buch, was Andrea schon ein paar Mal gemacht hat. Genau, zu diesem Kongress gibt es auch ein Buch, es heißt Zukunft für alle. Und wenn ihr Lust habt, mehr nachzulesen über diese Fragen und auch nochmal Lesetipps zu bekommen, weil die kann man natürlich nicht abschließend beantworten, aber vielleicht denkt ihr so, da und da möchte ich nachschauen, dann könnt ihr das auch nochmal nachgucken. Das findet ihr unter Buch zum Kongress auf der Kongress-Webseite. Werbeblock schon wieder vorbei und vielleicht gibt es schon Personen, die auf was antworten möchten. Nat, super. Okay, kannst du auch mit? Wie erreichen wir Freiwilligkeit, der Rotation von Verantwortungspositionen und Hierarchien und Herrschaft vorzubeugen? Das sind viele Begriffe. Freiwilligkeit, denke ich, Freiwilligkeit, man schafft das nur, wenn man kollektive Arbeit schafft und die anderen lernen, wie das gemacht wird. Wenn man nur eine individuelle Arbeit macht und alles ist so Individuen gezogen und ich bin der Herrscher und ich nur und meine Idee und mein, ja, dann kann man keine Freiwilligkeit lernen. Ja, das ist, ja, das muss man lernen. Ja, so, wenn man das nicht lernt, dann nächste Leben. Ja, so, die Verantwortungspositionen ist auch ein so Lernprozess, ist auch kollektiv geschaffen. Ja, weil diese Pyramide, die wir haben in alle, in unsere Familien, in der Uni, in alle unsere Bereichen. Ist durch dieses, wie nenne ich das, dieses System der Individuen entstanden, ja? Ja, der, ja, dass jeder ein Individuum ist und der kann alles schaffen und ihre, sich schaffen und alles und ihre Träume nachkommen und bla bla bla. Verantwortungspositionen, ja, ist auch besser nicht, wenn das individuell gemacht wird, sondern auch kollektiv getragen werden. Und, bueno, Herrschaft ist unser großes Problem. Ja, vom Patriarchat her und dann die Herrschaft hier, ja, die Herrschaft da. Ja. Das ist, bueno, ich werde jetzt die Kurden hier holen, tut mir leid. Aber von der linken Bewegung und alle ihre Strömung von Jahrzehnten, ja, die Kurden haben etwas geschafft, die heißt, dass in der Tat haben versucht, die Männer zu despatriarchalisieren, ja, und haben sie, ja, geschafft, ja, so Schritt für Schritt, ja, und das war ganze Arbeit, ja, ganz harte Arbeit. Und hier hat gar nicht angefangen, gar nicht. Wie viele Jahre Feminismus? Nicht, ja, nicht, ja, und wir hocken hier hinterher, ja. Deshalb die Herrschaft, die Männer, weiß nicht wer, die Schulen auch, auch unser Problem. Ja, es muss her, so diese, bueno, ich weiß, in Berlin und woanders gibt es kleine Gruppen, die das machen, ja, weil, aber die Männer kommen nicht in den Strom, ja. Nein. Ja, weil das ist sehr Generationen von Anker und es wird, ja, weil so funktioniert das, ja, ist ein Chip, die von klein auf hier, du bist Mann, okay, du bist Frau, ja, okay. Und wenn wir das nicht lösen, ja, können wir hier bis 2050 darüber reden, ja, ja, so viel Zeit habe ich nicht, aber. Und deshalb, ja, das ist eine dringende Frage, wie wir das machen, auch, ja, so, o sea, die Feministen, keine Ahnung, ja, die, das ist ein, o sea, oder die Männer, weil die Feministen machen schon viel Arbeit, leisten viel Shit, ja, weil Frauen werden ermordet, vergewaltigt und weiß nicht was, ja. Und die Männer, ja, weiß nicht, was sie haben, macht. Ja, und die wollen das nicht abgeben. So simpel ist das. Es tut mir leid. Aber,
Okay, Männer, geht mit den Kurden, ja, fragt man die Genossen da, was ist der Scheiß, wie können das schaffen, ja. Oder bringen wir die Kurden und machen wir Workshop, ich weiß nicht. Aber es ist dringend, ja, oder wie das heißt auf Deutsch, ja, so, ich weiß nicht. Danke, ich weiß eine kurze Zwischenansage an die Cluster-Crew. Wir schreiten ja mit der Zeit fort. Das heißt, ich glaube, ich würde danach noch ein oder zwei dringende Fragen nehmen, wenn ihr sagt, da ist noch was, das gar nicht beantwortet, und sonst könnten wir mit der Runde auch schließen. Ihr könnt mir nach der Runde eine kurze Ansage machen. Ja. Ja, dem kann ich wenig hinzufügen, außer einem Lesetipp. Lest doch gerne mal Freie Geister von Ursula Le Guin. Da wird diese Frage sehr ausführlich behandelt mit der Freiwilligkeit, der Rotation und der Herrschaft und so weiter und auch, wo es klappt und wo es nicht klappt. Und wenn ihr noch mehr über Le Guin erfahren wollt, dann besucht doch morgen unseren Workshop um 3. Und dann habe ich auch noch eine Frage, die heißt, wie kann Daseinsvorsorge ohne den Staat und Markt organisiert werden? Also ich weiß ja gar nicht, ob sie das zwingend muss, aber es gibt Vorschläge, Daseinsvorsorge zum Beispiel stärker über commonsbasierte kommunal organisierte Organisationen zu organisieren. Dann kann man natürlich fragen, okay, ist also Kommune ist ja auch auf eine Art ein staatliches oder öffentliches Organ. Aber da gibt es zum Beispiel Überlegungen, wie wir bestimmte Arten von Daseinsvorsorge über eine, die wahrscheinlich letztlich dann auch wieder kommunal organisiert werden muss, Dienstpflicht, könnte man sagen, mit organisiert werden kann, dass die Leute also selber zum Beispiel für die Müllabfuhr mitverantwortlich sind und dafür jede Person, so ähnlich wie das früher mit dem Zivildienst war, auch 1, 2, 3 Jahre ihres Lebens da mitarbeitet oder wie das bei der Feuerwehr heutzutage ist, vielleicht so ein paar Stunden pro Woche über eine längere Zeit. Das wäre eine Möglichkeit, das sozusagen in andere Hände zu legen. Das haben Leute aus der französischen Décroissance-Bewegung mal ausgearbeitet und die nennen das, das hat so einen französischen Begriff, ich nenne das auf Deutsch meistens Grundauskommen. Nina, sag mal den französischen Begriff, weißt du ich den? Ich hätte schon gesagt, Dotation inconditionnelle Dingsbums. Dotonomie. Ja. Ja, danke. Schön. Wer möchte von euch? Soll ich? Okay, wie kann eine Gesellschaft ohne Extraktivismus soziale und ökologische Ausbeutung aussehen? Da habe ich leider keine super konkrete Antwort drauf, aber ich habe so gewisse philosophische Ideen und ich glaube, also um dann nochmal den Begriff, den Nat schon benutzt hat, aufzugreifen, ich glaube, da muss halt insgesamt so ein Paradigmenwechsel, insbesondere in so westlichen Gesellschaften stattfinden, dass wir auf eine andere Art und Weise über die Erde, über unseren Planeten denken müssen und das eben nicht nur an vielen Stellen als so eine Ressource zu betrachten, die wir irgendwie ausbeuten können, sondern ich finde den Ansatz sehr sympathisch, zu sagen, dass wir eben, also unsere aktuelle Generation, wir sind so ein bisschen die Verwalter dieses Planeten für die zukünftige Generation und wir sind hier halt zu Gast und das gehört uns allen, aber es gehört auch zukünftigen Generationen und deswegen haben wir halt so eine Verantwortung zu sagen, das, was wir uns nehmen, das müssen wir auf eine Art und Weise tun, dass auch zukünftige Generationen noch dieselben Möglichkeiten haben, sich diese Dinge zu nehmen und dass wir eben nicht Ressourcen quasi aufbrauchen, dass sie dann eben für immer verloren sind sozusagen. Ist jetzt natürlich keine konkrete Antwort, aber ich glaube, der Gedanke, der dahinter stehen muss, wird hoffentlich klar. Dankeschön. Simon. Ja, ich denke gerade, du machst das so schick mit den Werbeblocks, ich bin viel schlechter. Morgen haben wir noch eine Diskussion, weil ich gerade, was du gemeint hast mit Gastdasein. Eva von Redeker hat diesen schönen Begriff des Stewardships, den sie versucht, statt des Eigentums zu verwenden. Und die ist morgen zufällig zu Gast bei einem unserer Podien, wo es um eine
polyzentrale, dezentrale, auf jeden Fall nicht von staatlich gesteuerte Koordination gibt, wo verschiedene Leute miteinander diskutieren. Ich freue mich schon ganz dolle darauf. Ja, Institution der Freiheit und Solidarität heißt das. Genau, jetzt habe ich meinen Bock. Und ich habe die Frage, warum spielen digitale Technologien zur Erfassung von Nachfrage in der Utopie keine Rolle? Ich habe das gar nicht gesagt. Und ich glaube, ich kann das verbinden mit etwas, ich wurde ja von dir auch direkt angesprochen, dass ich, ich glaube, sehr, also zu wenig indigenes Wissen einbeziehe und andere Kulturen und in dieser, ich glaube, es ist sehr schwierig für mich, die Illusion der Realität, die du betont hast, zu verstehen. Ja. Und diesem Labyrinth. Aber ich glaube total, dass wir sehr viel von denen lernen können. Und ich habe auch viele Menschen in der kurdischen Bewegung, die mich total wichtig finden und von denen ich auch ganz viel lerne, ohne keineswegs das Patriarchat irgendwie auch, also ein bisschen. Aber, und ich merke aber trotzdem, dass ich sowas wie Globalität und Vergesellschaftung, und das ist so cool, dass wir mit 7,5 Milliarden Menschen vergesellschaftet sind und jetzt miteinander, wenn eine Region einen Ernteausfall haben, wir das dort auch hinschicken wollen. Ich will nicht komplett in so eine dezentrale, autonom organisierte Sache, sondern ich finde Vergesellschaftung und Abhängigkeit richtig toll. Ich finde das cool, weil das schafft Sicherheit, wenn es auf eine Art und Weise organisiert ist, wie es nicht, wie es heute organisiert ist, als Gegeneinander, sondern als Miteinander. So. Und auf eine ähnliche Antwort, ich glaube, damit ist auch, ich weiß nicht, ob das damit verbunden ist, aber ich glaube, wir haben so ein, ich bin da nicht so gut darin, aber ich glaube, es gibt, weil ich komme aus einer politischen Bewegung, die eher technofreundlich ist, würde ich sagen, und ihr seid, glaube ich, eher technokritisch, und ich glaube, das ist genau spannend, diese Sachen zusammenzudenken oder sowas, weil ich finde, Fließband ist eine sehr schlechte Organisation, aber es gibt ganz viele Technologien, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, die auch total cool ist und die wir nutzen können. Und digitale Technologie ist für mich eine Sache, wo wir sehr cool, stigmergisch nennen wir das so, hinweisbasiert Bedürfnisse abfragen können und uns über Hinweise mit anderen Leuten koordinieren können. Hinweise, die halt nicht so funktionieren wie Preise, es auf einen abstrakten Punkt zu bringen oder wie also staatsplanerische Signale, die auch immer nur, also vor allem dann wieder Geld simulieren eigentlich, sondern wo wir tatsächlich Bedürfnissignale ausdrücken. Und dafür finde ich digitale Technologien cool. Nur ich würde dann Leute wie den vom Digistrang und Leute, die sich viel besser damit auskennen, fragen, wie ökologisch möglich das ist, das umzusetzen. Und dann würde ich denen die Frage stellen, wie cool wir das verwenden können. Aber ich glaube, Technologie ist eine tolle Möglichkeit. In der Technologie heute steckt halt, also Kelly sagte, Race is Technology, und ich glaube, in dieser Technologie steckt alles drin, aber wir können diese Technologie, genau wie wir uns, in uns das drin steckt und wir uns verändern müssen, es gilt das auch für die Technologie, in der steckt das drin und trotzdem müssen wir die mit uns transformieren. Ihr macht auf jeden Fall super Werbeblöcke für die ganzen anderen Veranstaltungen noch. Wir werden noch keine der Technologiediskussion mehr aufmachen können, leider, aber es gibt noch spannende Veranstaltungen dazu, und es gibt noch eine letzte Frage, wurde uns gerade signalisiert. Vielen Dank. Genau, und es ist jetzt schon fast 15:15 und ihr wisst ja alle, erstens ist es spät für alle, die zuhören, und zweitens gibt es hier sehr viele Leute, die im Hintergrund arbeiten, deren Bogen ich auch nicht überspannen würde. Deswegen würde ich mir wünschen, dass eine Person darauf antwortet, maximal zwei, nicht vier. Kommt die Utopie ohne internationale solidarische Kooperation oder faire Ressourcenteilung aus? Ich bin mir selber nicht sicher, ob die Frage verstehe. Kommt die Utopie ohne die internationale solidarische Kooperation oder faire Ressourcenteilung aus? Nein. Gut, also ich hätte jetzt auch gedacht, die Grundlage der Utopie ist die internationale solidarische Kooperation und die faire Ressourcenteilung. Stimmt ihr dem zu? Okay, Nat möchte noch kurz nochmal nachdenken. Okay, ich bin, ich glaube ja. Aus der Utopie kann jede Menschengruppe sich so in ihre Fantasie vorstellen. Und es gibt Leute auf dieser Welt, die nicht mit uns in unserer Realität sind. Ja? Mhm. So, die sind in einer anderen Realität, verstehen diese Ganzen gar nicht. So, so, was macht ihr? Was sind das für Leute? So, ja, wie ihr denn? Ja, es ist gegenseitig. Ja, ist so von, ja, niemand kann sich vorstellen, der Welt ist anders. Ja, ist, weil wir sind Gefangenen, die meint. Ja, mhm.
der Labyrinth, die diese Herrschaft uns, ja. Und deshalb für mich, ja, kann man solidarische Kooperation und Utopie, ne, und faire Resultate teilen, ja. Ich glaube, sí, ohne solidarische, so diese Internationale ist immer so ein Begriff, ne, so. Ich finde, das ist sozusagen die Grundthese, die du nochmal aufgemacht hast, sehr gut belegt. Ne? Also wir denken Utopien immer aus unseren Lebensrealitäten heraus. Das heißt, wenn wir sie jetzt in Europa oder in Deutschland denken, denken wir sie zwangsläufig auch eurozentrisch. Und die Frage ist natürlich, wie universell ist eigentlich eine Utopie? Und ich glaube, unsere Grundlage war ja in allen, dass wir globale Gerechtigkeit wollen, dass wir eine internationale, faire Aufteilung wollen, oder eure Position, die ich teile. Aber die Frage, wie das funktioniert und wie unabhängig dann weltweit verschiedene Gemeinschaften sind zu wirtschaften, da haben wir, glaube ich, verschiedene Thesen gestreift, aber sind sozusagen zu keinem fertigen Ergebnis gekommen. Würdest du dem zustimmen, Nat? Du scheinst es zu denken. Ja, aber diese alle Begriffe, ja, die sind auch so ein Teil der Verwirrung. Ja. Und deshalb ist so diese Anreihung von Dingen, die viel bedeuten, ja, ist immer komplizierter, so in kurzer Zeit, so, weil wir müssen differenzieren, ja, wir können nicht nur so hier in die Oberfläche, weil das ist eine oberflächliche Gesellschaft, ja, wir können nicht das Gleiche tun, ja, Tatsache sind wir in so einen Punkt gegangen von dieser oberflächlichen Gesellschaft, die wollte nicht deeper gehen oder wie auch immer. Ja, und hier sitzen wir, ja, so in einer brennenden Zeit. Und deshalb, ja, keine Ahnung, diese internationale Solidarität. Bueno, ja, für mich, die internationale solidarische Kooperation, keine Ahnung, da gibt keine, ja, in dieser Seite vorhandene wirkliche, wir bemühen uns, aber. Diese Globalisierung macht etwas sehr Kompliziertes alles, ja? Und gut. Ja, gut. Ich glaube, diese letzte Frage hat gut zusammengefasst, dass wir einerseits uns in vielen Punkten angenähert haben, andererseits aber bei total vielen Fragen noch Sachen offen haben. Und ich würde damit aber trotzdem wirklich sehr gerne zu unserem Schluss kommen hier und alle eure Geduld nicht überspannen. Erstmal danke an alle, die so lange noch zugehört und zugeschaut haben und uns mit eurer Anwesenheit oder eurer digitalen Anwesenheit bereichert haben. Wir dürfen jetzt sozusagen einen kurzen Publikumsapplaus aussprechen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, das wurde gestern so schon so schön gesagt, wenn man sich anfängt zu bedanken oder wenn eine Frau sich anfängt zu bedanken, dann vergiss ich wahrscheinlich irgendjemanden. Aber trotzdem möchte ich mich natürlich bedanken bei euch vier, dass ihr da wart und so viele Gedanken geteilt habt. Ich hoffe, ihr habt auch selber was dabei gelernt. Bei allen Menschen, die dieses Live-Event möglich gemacht haben, die seht ihr jetzt nicht so gut, aber es gibt sozusagen die ganze Regie, Stream, Ton, Video, Cluster-Crew, ich habe da wahrscheinlich noch Leute vergessen. Vielen Dank, dass ihr überhaupt dieses Live möglich gemacht habt. Wir hatten, wenn ich richtig zähle, vier verschiedene Dolmetscherinnen ins Englische und in Gebärdensprache. Vielen Dank, dass ihr uns ermöglicht habt, dass Menschen auf verschiedenen Sprachen teilnehmen können. Und natürlich bei allen Menschen sowieso, die diesen Kongress ermöglichen und im Hintergrund ganz viel Care-Arbeit machen, Sorgearbeit machen, diesen Kongress sozusagen im Rahmen bereitstellen und überhaupt möglich machen, dass wir auf diesem Podium sitzen können und sprechen können. Ich habe jetzt, bevor ich euch entlasse, noch zwei Bitten. Die eine ist eine ganz praktische. Wir sind hier ein Mitmachkongress, auch wenn wir verteilt sind auf viele verschiedene Stationen und Orte. Und so ein digitaler Mitmachkongress braucht ganz viele Tech-Hosts. Tech-Hosts sind Menschen, die sich in die Videokonferenzräume begeben, vielleicht schon mal eine Videokonferenz mitgemacht haben und nach einer Anweisung durch uns bereit sind, als Ansprechperson zur Verfügung zu stellen für Fragen. Das ist gar nicht ein großes Hexenwerk, aber wir bräuchten solche Menschen noch. Es gibt im Reiter Aktuelles auf der Webseite genau die Hinweise, an wen müsst ihr schreiben, wann ist die Anweisung, wo fehlen uns noch Leute. Wenn ihr noch Bock habt, den Kongress zu unterstützen, es wird uns total helfen.
Die zweite Bitte ist eine sehr witzige, nämlich wir reden hier über die Ökonomie der Zukunft. Und was wäre das nicht ohne eine schöne Erdung über den Kongress, der im Kapitalismus organisiert wird? So ein Kongress kostet nämlich sehr viel Geld. Und wir sind aktuell noch ungefähr 36.000 Euro im Rückstand. Das liegt einerseits daran, dass viele Leute ihre TeilnehmerInnenbeiträge noch nicht gezahlt haben, andererseits aber auch, dass uns noch viele Spenden fehlen. Das heißt, wenn ihr euren Beitrag noch nicht gezahlt habt und oder uns was spenden könnt, wäre das total super. Dann gehen wir nämlich nicht mit einer Miese aus diesem Kongress raus. Vielen Dank. Wenn ihr als TeilnehmerInnen jetzt noch Energie habt, seid ihr herzlich eingeladen, in der digitalen Bar die Zukunft noch weiter zu diskutieren. Die findet ihr auf der Kongresskarte, da gibt es dann wunderschöne Anleitungen, wie ihr da Menschen finden könnt. Vielleicht findet ihr noch einige, die Lust haben, mit euch über Ökonomie noch weiter zu diskutieren. Genau, und dann danke ich euch nochmal allen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen hier bei Zukunft für alle. Schönen Abend.